Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, liebe Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich begrüßen möchte ich vor allem die parlamentarische Geschäftsführerin Michaela Noll, unsere Integrationsbeauftragte Cimeli Chusuf, Markus Weinberg, den Sprecher der Familienpolitiker in unserer Fraktion, die Kollegin Woltmann habe ich gesehen, Kollegin Hornhus aus dem Familienausschuss und viele Expertinnen, die heute zu uns gekommen sind, um mit uns über ein wichtiges Thema zu diskutieren, das weit über die tagesaktuellen Themen, die wir gerade diskutieren, hinausgeht, nämlich die Rolle der Frauen bei der Integration. Wir sind uns sicher, dass Frauen bei der Integration eine entscheidende Rolle zukommt. Denn sie sind es, die die Familien zusammenhalten. Sie sind es, die Einfluss darauf haben, wie sich ihre Kinder, und zwar ihre Söhne, wie ihre Töchter entwickeln. Sie sind es auch, die Vorbild für andere Frauen in der Gesellschaft sind. Sie sind, kurz gesprochen, der Schlüssel zur Integration für viele Menschen. Und in den Medien, das ist sehr schade, kommt dieser Aspekt leider oft zu kurz. Hier wird sehr oft nur die Opferrolle betont und da gibt es sicher viele Themen, über die man sprechen muss, viele Probleme, die zu lösen sind. Aber wir wollen heute gerne mal von einem anderen Frauenbild sprechen, nämlich von der Rolle der Frau als Integrationsfigur in der Familie und auch in der Gesellschaft, von der Rolle der Frau als stabilisierender Faktor, als Bewegerin und Gestalterin. Also von der Frau als Treiber der Integration. Und damit die Frauen diese große Aufgabe meistern können, müssen sie natürlich auch selbst sehr stark sein. Und das ist sehr leicht gesagt, aber vielleicht auch etwas zu leicht und zu schnell gesagt. Denn schließlich haben gerade die Frauen, die heute zu uns kommen und in den letzten Monaten zu uns gekommen sind, auch in ihrem Heimatland viel Schlimmes erlebt oder auch eine traumatische Flucht hinter sich. Auch sie werden mehr oder weniger hineingeworfen in eine völlig neue Kultur, die ganz anders ist als diejenige, die sie kennen. Und da stellen sich viele Fragen, auch für diese Frauen, Wertefragen, Identitätsfragen, auch Autoritätsfragen. Und deshalb wollen wir gerne heute mit Ihnen und vor allem mit unseren Expertinnen auf dem Podium die Fragen diskutieren, wie geht es den Frauen, die zu uns kommen? Wie sind die Chancen für eine gute Integration in die Gesellschaft und am Arbeitsmarkt? Welche Vorbilder gibt es? Welche Begleiter und Begleiterinnen gibt es? Welche Helfer? Und was können wir als Staat, was können wir als Politik, aber was können wir auch als Gesellschaft tun, um hier zu unterstützen und zu helfen? Und mit den Fragen zu eben den Hemmnissen und Hürden, aber eben auch zu den Chancen und Potenzialen der zu uns gekommenen Frauen befasst sich unser Kongress. Und deshalb freue ich mich jetzt mit Ihnen auf zwei sehr interessante Stunden. Ich darf ganz herzlich danken den Mitarbeiterinnen unserer Fraktion, die die Veranstaltung mit organisiert haben. Frau Karin Mark und ich, die Karin ist die Vorsitzende der Gruppe der Frauen, wir haben die Veranstaltung gemeinsam konzipiert. Unsere Büros haben das gemeinsam vorbereitet und der innere Dienst unserer Fraktion hat bei allem Organisatorischen unterstützt. Dafür danke ich ganz, ganz herzlich und will nun das Wort weitergeben an unseren Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, der sich selbst die Zeit genommen hat, weil er gesagt hat, das ist mir ein wichtiges Thema, ein wichtiges Anliegen. Deshalb hat er sich die Zeit genommen, um uns eine Einführung zu geben aus seiner Sicht zu dem Thema. Das ist was Besonderes an einem Montag, denn Sie müssen wissen, dass der Montag voll ist mit Gremiensitzungen. Der geschäftsführende Vorstand fängt in wenigen Minuten an, danach der Vorstand. All diese Sitzungen muss unser Fraktionsvorsitzender leiten und deshalb will ich gar nicht länger sprechen, sondern ihm gleich das Wort geben. Danach haben wir den Input der Ministerpräsidentin des Saarlandes, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, und danach werden wir in drei verschiedenen Panels nochmal die Detailfragen diskutieren. Diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns auf einen spannenden Nachmittag. Herzlich willkommen Ihnen allen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem Damen und die wenigen Herren, die heute hier sind, liebe Nadine Schön und Karin Mark und liebe Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, alle, die auch auf dem Podium mitarbeiten. Ja, das Thema des vergangenen Jahres und des ersten Halbjahres auch diesen Jahres war das Thema Migration,
Zuwanderung, Flüchtlinge. Und nachdem sich da die erste Aufregung etwas gelegt hat, ist schnell deutlich geworden, dass das, was da an Diskussionen und auch an Herausforderungen auf uns zukam, nur ein kleiner Teil von dem ist, was wirklich als große Herausforderung besteht, nämlich die Menschen, die bei uns bleiben werden, zu integrieren in unsere Gesellschaft und diejenigen, die nur eine bestimmte Zeit bleiben können und wissen, dass sie dann wieder zurück müssen, auch für diese Zeit sinnvoll in unserer Gesellschaft mitleben zu lassen, ihnen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die sie später auch woanders wieder brauchen können. Zwei zentrale, wichtige Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und dass wir heute ein Thema haben, Frauen als Motor der Integration, ist ja zunächst einmal nichts anderes als der Blick in die Wirklichkeit unserer Gesellschaft. Denn wenn ich in der Gesellschaft mich umschaue, wenn es heißt, wir danken vor allem den Ehrenamtlichen für all das, was sie getan haben im vergangenen Jahr und in diesem Jahr um die Flüchtlinge, dann könnte ich sagen, ich danke vor allem den Frauen und auch einigen Männern, die ehrenamtlich in diesem Bereich tätig sind. Es ist fast immer so, ich war 10 Jahre Sozialdezernent in einem Landkreis, wenn es um die Frage ging, wir brauchen ein paar Ehrenamtliche für ein paar Aufgaben, dann war das, hätte man eigentlich sagen können, finden wir ein paar Frauen, die uns helfen. Das war eigentlich schon immer das zentrale Thema im Ehrenamt, im sozialen Bereich, Frauen zu finden. In anderen Bereichen, bei der Feuerwehr und beim THW ist es anders, aber im sozialen Bereich sind es vor allem die Frauen. Und wenn man sich in der Welt umschaut, ich bin auch viel unterwegs und meine Frau auch als Ärztin für die Organisation Ärzte für die Dritte Welt, können wir feststellen, dass nirgendwo auf der Welt Entwicklung einer Gesellschaft und Integration in einer Gesellschaft ohne die Frauen funktioniert. Es sind vor allem die Frauen, die hier eine besondere Aufgabe sehen. Und es hat natürlich viel damit zu tun, dass sie, auch wenn es bei uns in Deutschland ein bisschen besser geworden ist, aber doch in erster Linie die Verantwortung für die Erziehung und Zukunftschancen ihrer Kinder sehen. Und dass sie den Satz leben, meine Kinder sollen es doch einmal besser haben als ich. Das wird bei den Frauen ganz anders gesehen, als es bei den Männern der Fall ist. Und in vielen Ländern der Welt ist es noch deutlicher. Und das heißt also, dass wir uns an die Frauen wenden müssen, wenn es um Integration geht. Dabei ist es für uns ja völlig selbstverständlich, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und dass sie deshalb gleiche Chancen und Möglichkeiten haben müssen. Aber wahrscheinlich werden wir eine ganze Reihe von Informationen, die ich leider nicht mehr alle mitnehmen kann, hören, wie schwer sich Frauen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, wo die Männer noch so dominant sind, sich jetzt hier in unserer Gesellschaft zu behaupten und mit ihren Vorstellungen und ihren Möglichkeiten durchzusetzen. Und da brauchen diese Frauen zunächst einmal, damit sie als Motor der Integration auch wirken können, Zuspruch, Unterstützung. Sie brauchen Ansprache, Ermutigung für die Aufgabe, die sie durchführen. Und natürlich wäre da im einen oder anderen Fall auch hilfreich, wenn diese Arbeit auch von einigen Männern unterstützt wurde. Ich habe in diesem Sommer eine große Flüchtlingsunterkunft in meinem Wahlkreis besucht. Und da war dann immer das gleiche Bild. Die Männer sind gleich alle gekommen, haben sich an den Tisch gesetzt und haben dann mit ihrer Diskussion begonnen und haben dann mal den Frauen gewunken, dass sie da Gebäck bringen. Und dann haben sie wieder
dafür, die sollen also jetzt mal hier die Fliege machen. Und dann habe ich gesagt, die Frauen bleiben hier. Dann haben die mich erst mal angeguckt. Und dann habe ich gesagt, das sei bei uns üblich. Dann hat einer gesagt, bei uns ist es aber nicht üblich, dass fremde Männer mit unseren Frauen sprechen. Das war also schon mal völlig klar, dass das, wie schwer das ist, denen klar zu machen, was für eine Situation wir in unserer Gesellschaft haben. Und deswegen ist es wichtig, die Frauen zu stärken. Wie habe ich das Problem aufgelöst? Ganz einfach, da waren dann die Männer auf einmal nicht der Meinung, dass ich das nicht machen sollte. Gesagt, ob man mir einmal die Küche zeigen könnte, wie es dort zugeht und wie es dort aussieht. An dem hatten die ganzen Typen kein Interesse, die sind auf der Bank sitzen geblieben. Dann habe ich mit den Frauen in die Küche dürfen, das habe ich dann dürfen. Und dort haben die dann erzählt, was sie für Probleme haben und Sorgen haben. Und deswegen glaube ich, Unterstützung der Frauen in dieser wichtigen Aufgabe ist für uns ein wichtiges Thema. Es ist unbestritten, dass bei den vielen jungen Männern, die zu uns kommen, auch eine große Herausforderung und Aufgabe besteht. Viele von denen sind auch traumatisiert. Man muss sich nur mal die Sandbilder anschauen, die solche jungen Leute machen, als eine Methode, weil sie nicht sprechen können, wie sie, was sie erlebt haben in Flüchtlingseinrichtungen. Und dann stellen die Bilder mit den Figuren, die sie da haben. So viele Soldaten können sie gar nicht als Kleinfiguren auf den Tisch legen, wie die brauchen, um das zu demonstrieren, was sie alles in ihrem Leben schon erlebt haben. Und da ist auch klar, auch für diese jungen Männer sind Frauen tätig in unserem Land Deutsche, die für mit denen die Integration auch vorantreiben müssen. Es sind weniger die Männer, die sich an diesen Aufgaben beteiligen. Und deswegen sage ich einen herzlichen Dank an euch, liebe Nadine und Karin, dass ihr dieses Thema zu einem so wichtigen Thema gemacht habt, dass ihr auch mit der Frage beschäftigt, was die Integration beschleunigen kann, was getan werden muss und wo geholfen werden kann. Und Ihnen allen hier auf dem Podium und bei Ihnen, die Sie als Experten, vor allem als Frauen, die schon einiges erlebt haben, auch in diesem Bereich, uns helfen können, die richtigen Hinweise zu geben. Und dass die ganze Sache auch noch dadurch erschwert wird, dass wir nicht nur Frauen aus einer anderen Kultur hier haben, sondern dass das Kulturelle auch noch durch das Religiöse verstärkt wird und damit die Probleme nicht kleiner werden, ist auch klar, dass wir uns auch diesem Thema in besonderer Weise widmen müssen. Und eines kann man schon jetzt sagen. Vom Gelingen dieser Aufgabe, möglichst viele dieser Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, vom Rand mehr in die Mitte der Gesellschaft zu führen, wird mehr von der Zukunftsfähigkeit unseres Landes abhängen, als von manch anderer gerade so heiß diskutierten innenpolitischen Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen bin ich Ihnen, die sich dieser Aufgabe stellen, besonders dankbar und eine, die sich hier auch schon in besonderer Weise engagiert hat. Ich habe den Bericht gelesen, den Annegret Kramp-Karrenbauer mit französischen Kollegen vorgelegt hat an die Bundeskanzlerin zu diesem Thema. Sie sitzt nämlich jetzt nicht da, weil sie Ministerpräsident vom Saarland ist, sondern weil sie in dieser Frage in besonderer Weise schon aktiv war. Sage ich einen herzlichen Dank, dass sie heute bei uns ist und darf ihr auch gleich das Wort geben. Und ich werde dann nachher von Nadine Schön und Karin Mark über das informiert und unterrichtet, was sie hier gesagt haben und wo wir vielleicht Handlungsbedarf haben und dann noch etwas machen müssen. Herzlichen Dank.
Liebe Nadine Schön, liebe Karin Mark, lieber Volker Kauder, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich einige Worte an Sie richten kann bei dieser Veranstaltung, die aus meiner Sicht genau unter dem richtigen Motto steht: Frauen als Motor der Integration. Und es ist in der Tat höchste Zeit, dass wir einen Blickwechsel hier vornehmen, dass wir über die Frauen, die in dieser Gesellschaft leben, die jetzt neu in diese Gesellschaft gekommen sind, eben nicht mehr nur unter dem Gesichtspunkt der Opfer reden, unter dem Gesichtspunkt der Frauen, denen wir helfen müssen, sondern vor allen Dingen uns auch fragen, was können diese Frauen selbst zur Integration beitragen, wie können sie diese Gesellschaft verändern, wie können sie dazu beitragen, dass Integration gelingt und was müssen wir tun, damit sie aus sich selbst heraus diese Stärke auch leben können. Ich will vielleicht beginnen mit einer persönlichen Erfahrung, die etwas an dem anknüpft, was Volker Kauder gesagt hat. In meiner Heimatstadt gibt es zusammen mit unserer französischen Partnerstadt seit vielen Jahren ein Entwicklungshilfeprojekt einer kleinen Stadt, Béa in Mali. Und wir haben uns damals bewusst dafür entschieden, es ging um die Anlage von Reisfeldern, von Wasserversorgung und darauf aufbauend eine Verbesserung der Versorgung und der dörflichen Infrastruktur. Wir haben uns damals ganz bewusst auch mit den französischen Kollegen dafür entschieden, dass unsere Akteure in diesem Entwicklungshilfeprojekt Frauen sind. Das heißt, nur die Frauen konnten diese Felder erwerben, nur die Frauen konnten Gelder aus diesem Entwicklungshilfeprojekt erhalten. Und wir haben festgestellt, dass zum einen dieses Projekt sehr gut angenommen wurde und wir haben über all die Jahre festgestellt, dass sich im Zusammenleben dieses Dorfes massiv etwas geändert hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als die erste Delegation als Béa in Mali bei uns zu Gast war. Das waren nur Männer, es waren Tuareg hauptsächlich. Und 10 Jahre später wurde die Delegation angeführt von der örtlichen Hebamme, die die Sprecherin für das gesamte Dorf war. Das zeigt, wenn man Frauen zu Akteuren macht, wenn man deutlich macht, es kommt auf die Frauen an, dann verändert man damit auch Zusammenspiel in einer Gemeinschaft und auch in einer Gesellschaft. Den zweiten Punkt, den ich erwähnen will, ist, und das will ich sehr deutlich sagen, dass natürlich gerade die Frage Rolle der Frau in unserer Gesellschaft und Rolle der Frau, wie sie in anderen Gesellschaften, aus welchen Gründen auch immer, gelebt wird, auch als Vorbild gesehen wird, natürlich zu den Themen gehört, die bei der Integration in unsere Gesellschaft für die meisten Konflikte sorgen. Wir haben über viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte, unter einem massiven Einsatz von Frauen in diesem Land eine offene Gesellschaft entwickelt, bei der heute feststeht, jeder soll und jeder kann sein Leben so gestalten, wie er das individuell möchte. Mit seinen besonderen Fähigkeiten, mit seinen besonderen Wünschen, mit seinen Plänen, die er fürs Leben hat. Und das ist bei uns in der Gesellschaft unabhängig davon, ob ich eine Frau oder ob ich ein Mann bin. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht ein Menschenrecht ist und ist etwas, was wir in diesem Land hart erkämpft haben. Und es ist etwas, wovon ich nicht bereit bin, es in irgendeiner Weise relativieren zu lassen oder in Frage zu stellen. Und wir wissen, dass Menschen, Volker Kauder und Nadine Schön haben es angesprochen, Menschen zu uns kommen, Familien, Männer und Frauen, die, und das ist zuerst einmal gar kein Vorwurf, aber in einem ganz anderen Kontext groß geworden sind, die jetzt hierher kommen und auf eine ganz andere Realität treffen. Und das führt zu Konflikten und wenn Sie sich einmal vor Augen halten, über welche Punkte wir auch in den letzten Monaten gesprochen haben, wo die meisten Beispiele auch gesetzt worden sind, wo es auch Diffamierungen gab, dann waren das in der Regel genau diese Konflikte, die sich um diese Frage gedreht haben. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage für uns alle, die wir in der Integrationsarbeit, in der praktischen Politik auch stecken, was müssen wir tun und was können wir tun, um hier ein gutes Zusammenleben für die Zukunft auf der Grundlage, die ich eben beschrieben habe, gewährleisten zu können.
Der erste Punkt ist für mich, dass wir beginnen müssen, mit Blick auf das Thema Aufnahme der Frauen, die jetzt kommen, Aufnahme und Integration, die Dinge von der Frau her zu denken. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen, etwa in der zentralen Aufnahmeeinrichtung im Saarland, dass es dort selbstverständlich eine entsprechende Infrastruktur vor allen Dingen auch für die Frauen gab, die kamen. Dass dort natürlich Hebammen vorhanden waren, natürlich eine ärztliche Versorgung, dass wir natürlich gesagt haben, neben den großen Unterkünften gibt es eigene Unterkünfte, insbesondere für alleinreisende Frauen, und gibt es Unterkünfte etwa für Frauen, die mit Kindern alleine unterwegs waren. Das alles ist für mich zuerst einmal eine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig aber, und das ist genauso wichtig, haben wir bei uns in dieser Einrichtung auch ganz deutlich gesagt, es gibt eben für die Männer keine Sonderbehandlung vor dem Hintergrund ihrer kulturellen Einstellung. Ganz konkret gesprochen, bei der Essensausgabe, bei dieser Einrichtung, gab es keinen eigenen Schalter, an dem nur Männer das Essen an Männer weitergereicht haben. Das waren immer gemischte Teams, und wir haben auch Wert darauf gelegt, dass das so bleibt, weil das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die Realität in unserem Land. Und wir haben diese Realität in den Kindertagesstätten, wir haben sie in den Schulen, wir arbeiten überall mit einem geschlechterübergreifenden Ansatz. Und diese Realität soll auch Realität bleiben. Und deswegen müssen wir schon auch deutlich machen, dass wir an diesen Realitäten nichts ändern. Das ändert nichts daran, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch Angebote, entsprechende spezialisierte Angebote machen. Etwa für Frauen in den Sprach- und Integrationskursen. Wir erleben heute, dass wir, und das gilt auch für das Saarland und in anderen Bundesländern, gemessen an der Zahl der Frauen, die zu uns gekommen sind und die zugangsberechtigt sind zu einem Integrationskurs, eine etwas unterdurchschnittliche Quote haben. Und das hat unterschiedliche Ursachen. Es gibt viele Frauen, die sagen, sie können diesen Kurs im Moment nicht besuchen, weil sie etwa kleine Kinder zu Hause haben. Und auch das muss man zuerst einmal ein Stück weit mit aufgreifen und verstehen. Viele dieser Frauen haben zusammen mit ihren Kindern eine höchst traumatische Flucht hinter sich. Und deren Gedanke ist nicht zuallererst, das Kind mit einem halben Jahr oder einem Jahr in die Kinderkrippe abzugeben, den ganzen Tag, und sich selbst einem Integrationskurs zu widmen. Das muss man von der persönlichen Situation auch empfinden. Hinzu kommt aber auch, dass wir die Rahmenbedingungen bei den Integrationskursen eben noch nicht so haben, dass bei jedem Integrationskurs auch eine Möglichkeit der Kinderbetreuung gegeben ist. Und ich glaube, das müssen wir an der Stelle auch dringend ändern, weil das für viele Frauen einfach eine Grundvoraussetzung ist, dass die Kinder in der Zeit einigermaßen in der Nähe, und oft geht es ja um die Unterbringung in kleineren Gemeinden, kleineren Dörfern, und der nächste Integrationskurs ist in der nächstgelegenen Kreisstadt. Und ich weiß nicht, wie das sonst wo in Deutschland ist, aber im Saarland sind die Busverbindungen nicht immer so optimal, wie man sich das wünschen würde, dass das dann ein Problem ist. Also haben wir jetzt auch gerade in der vergangenen Woche in der großen Konferenz der gesellschaftlichen Gruppen mit der Kanzlerin noch einmal darüber gesprochen, wie wir das flexibler handhaben können, wenn es keine organisierte Kinderbetreuung, einen Platz in der Kita oder sonst wo gibt, dass wir dann bei den Integrationskursen auch entsprechende Angebote machen. Und es ist in der Tat so, dass wir auch Gruppen haben, wo Frauen untereinander, nur wenn sie mit anderen Frauen zusammen sind, sich auch leichter tun, etwas zu lernen, Fortschritte zu machen. Es ist ein bisschen so, wie das, was wir an der einen oder anderen Stelle im naturwissenschaftlichen Unterricht mittlerweile auch diskutieren, dass wir nämlich sagen, da führt die Koedukation, die wir haben, an der einen oder anderen Stelle dazu, dass im naturwissenschaftlichen Unterricht sich vor allen Dingen die Jungs zu Wort melden und die Mädchen eher ruhig sind. Und in Vergleichsgruppen, die etwa geschlechtergetrennt sind, kommt man durchaus zu anderen Ergebnissen. Also ich glaube, das muss man auch mit einem gewissen Pragmatismus betrachten und diese Angebote machen. Aber eins muss genauso deutlich sein. Jeder, der hierher kommt und der einen entsprechenden Aufenthaltsstatus hat und damit die Zugangsberechtigung zum Integrationskurs, jeder muss für sich individuell verpflichtet sein, diesem Kurs dann auch nachzukommen.
Und ich will das an dieser Stelle mit Blick auf die Integrationskurse, aber auch mit Blick auf eine spätere mögliche Arbeitsaufnahme ganz deutlich sagen. Wenn es in Deutschland, und zwar vollkommen egal, ob es Frauen sind, die hier geboren sind, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder die gerade erst zu uns gekommen sind, wenn es Frauen sind, die für sich ganz persönlich, aus welchen Gründen auch immer, entscheiden und sagen, ich will lieber zu Hause bleiben, ich will nicht arbeiten gehen, dann ist das, man kann das bedauerlich finden, aber durchaus eine individuelle Entscheidung, die man hinnehmen muss. Wenn die Frauen das tun, weil sie sagen, wir können nicht arbeiten, dann ist das schon eine Frage, die sich auch an uns, an die Politik stellt, ob denn die Rahmenbedingungen etwa mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so sind, dass eine Berufstätigkeit auch möglich sind. Wenn es aber Frauen gibt, die sagen, ich kann nicht arbeiten, weil es mir von zu Hause aus nicht erlaubt wird, dann ist das etwas, was wir in dieser Gesellschaft nicht hinnehmen dürfen und nicht hinnehmen können. Auch das muss an der Stelle ganz deutlich gesagt werden. Und deswegen muss auch für jede Familie, die hierher kommt und die hier sich integrieren will und integriert werden soll, klar sein, die Integrationsanforderungen, sie bestehen für jedes einzelne Mitglied dieser Familie. Und da haben wir noch einiges nachzuarbeiten. Denn die Realität, die wir im Moment haben, sieht anders aus. Bei den Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen je jünger die Kinder sind, ist das relativ einfach. Die Kinder gehen in die Kindertagesstätten, gehen in die Schulen und sind dort in Kontakt mit der deutschen Sprache, mit deutschen Mitschülerinnen und Mitschülern. Wenn wir uns das Freizeitverhalten anschauen, dann erleben wir schon Unterschiede. Wir sehen, dass insbesondere die Jungs sich leichter integrieren in vielen Sportvereinen, die spielen Fußball und beim Fußball kommt es nicht darauf an, ob ich Deutsch rede oder nicht, da kommt es darauf an, ob ich ein guter Tormann bin oder ein guter Stürmer oder im Mittelfeld etwas zustande bringe. Aber wenn ich mir anschaue, was mit den Mädchen ist, was mit ihren Schwestern ist, dann stellen wir fest, für die ist die Teilnahme an Freizeitaktivitäten, in welchem Verein auch immer, schon sehr viel eingeschränkter. Schon eine erste Stufe, wo man sagen muss, das ist eine Entwicklung, die aus meiner Sicht etwas auf die schiefe Bahn geht und die wir uns sehr genau anschauen müssen. Und wir sehen auch in den Integrationskursen, in den Initiativen, die wir vor Ort ehrenamtlich haben, sehr viele Männer, sehr aktiv. Und wir sehen im seltenen Fall häufig die Frauen nicht, weil sie zu Hause ihrer Familienarbeit nachgehen und weil ihnen auch die Netzwerke, vor allen Dingen auch die Netzwerke mit deutschen Frauen dann fehlen. Und deswegen war es mir zum Beispiel ganz wichtig, und ich glaube, auch da müssen wir noch einmal nacharbeiten, dass wir zum einen gesagt haben, ja, wir schaffen Arbeitsgelegenheiten auch für die, die jetzt noch keine Arbeitserlaubnis haben, um A, für Beschäftigung zu sorgen und B, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass dort, wo die Menschen in konkreter Arbeit stehen, mit anderen Arbeitskolleginnen und Kollegen zusammen sind, oftmals auch die Integration und vor allen Dingen auch der Spracherwerb sehr viel besser klappt als rein in den theoretischen Sprachkursen. Aber wenn Sie sich die Arbeitsgelegenheiten anschauen, die die kommunale Ebene anbietet, die puren Klassiker, der Bauhof, die Gärtnerei, das, was an der Straße zu machen ist. Und ich habe von Anfang an auch mit unserer Arbeitsverwaltung und mit unseren Kommunen darüber gesprochen, wo sind denn die Arbeitsgelegenheiten für die Frauen? Das ist ein Angebot, von dem wir die Frauen von vornherein gar nicht in den Blick genommen haben. Wir haben die Männer in den Blick genommen, wir haben gesagt, die Kinder sind in der Schule und die Frauen gehen uns verloren. Und das darf uns nicht passieren. Das ist uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei vielen Generationen von zugewanderten Familien zu lange passiert. Und ein Teil unserer Probleme, auch der zweiten und dritten Generation, rühren gerade daher. Und deswegen müssen wir auch lernen daraus, sehr viel stärker Frauen in den Blickpunkt nehmen. Und es gibt ja, Volker Kauder hat das angesprochen, in der Zusammenschau, die der jetzige französische Außenminister Jean-Marc Ayrault und ich für die deutsche und französische Regierung zum Thema Integration zusammengestellt haben, einen interessanten Befund. Wir haben zwischen Deutschland und Frankreich vollkommen unterschiedliche Zuwanderungsgeschichten, Zuwanderungstraditionen, vollkommen andere staatsbürgerschaftliche Rechte. Aber wir sehen, dass wir zum Teil von den Problemen her vor genau die gleichen Herausforderungen gestellt sind. Und wir können durchaus voneinander lernen.
Was Frankreich von uns lernen kann und auch lernen will, ist zum Beispiel, wie man etwa auch mit Religionsgemeinschaften einen vernünftigen und zielführenden staatlich organisierten Dialog hinbekommt, so wie das bei uns bei allen Schwierigkeiten, aber trotzdem bei der Islamkonferenz der Fall ist. Und was wir von Frankreich lernen können, ist, dass dort zum Beispiel alle diejenigen, die neu zuwandern, einen individuellen Integrationsvertrag erhalten, bei dem genau festgelegt ist, was die Rechte derjenigen sind, aber eben auch genau festgelegt ist, was von ihnen auch als Gegenleistung erwartet wird. Und dieser Vertrag wird nicht für die Familie pauschal geschlossen. Er wird nicht nur für die Männer in der Familie geschlossen, sondern er wird mit jedem Einzelnen geschlossen. Und für die Frage des Aufenthaltsstatuses der gesamten Familie kommt es eben auch auf die Fortschritte und auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Und damit machen sie aus meiner Sicht die Frauen zu gleichberechtigten und wichtigen Akteuren in der Integration. Und das ist etwas, glaube ich, was die Frauen auch brauchen, um diese Rolle richtig auch annehmen zu können. Ich weiß, dass wir in diesen Tagen sehr viel diskutieren. Volker Kauder hat auch das Thema Religion angesprochen und über die äußeren Zeichen der Religion diskutieren. Und ich muss sagen, ich bin da auch selbst nicht mehr ganz frei in der Diskussion, weil die Frage etwa von Kopftuch eine ambivalente Frage mittlerweile ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich eine Frau sehe, die ihren Glauben auch lebt, die ein Kopftuch trägt, schleicht sich automatisch bei mir immer die Frage ein, ist das freiwillig oder nicht? Das zeigt, wie schwierig die Diskussion an der Stelle ist. Und wir müssen, glaube ich, das ist auch etwas, mit dem wir uns kritisch auseinandersetzen müssen, auch diese Schere im Kopf bei uns selbst hinterfragen. Ich selbst bin eine überzeugte Christin und ich trete sehr dafür ein, dass wir in keinem Staat leben, der wie in Frankreich ein wirklich ganz striktes laizistisches System ist. Aber wenn ich das sozusagen für mich auch reklamiere, dann muss ich auch anderen Religionen die Möglichkeit geben, auch ihren Glauben hier leben zu können. Und deswegen sage ich an der Stelle auch noch einmal, jeder, der mit Blick auf seinen Glauben der Auffassung ist, dass sein Glaube es ihm gebietet, entsprechende Kleidervorschriften einzuhalten, etwa ein Kopftuch zu tragen, hat aus meiner Sicht auch das individuelle Recht dazu. Aber die Debatte, die wir darüber führen müssen, ist die Debatte, inwieweit ist es freiwillig und inwieweit ist es nicht freiwillig. Und wenn ich, und das will ich an der Stelle ganz deutlich sagen, bei mir zu Hause in die Kindertagesstätte schaue, in die Vorschulklasse schaue und sehe dort Mädchen aus Syrien im Alter von 5 Jahren, die ein Kopftuch tragen, glaube ich A, nicht, dass das religiös wirklich verlangt wird und ich glaube B, schon gar nicht, dass es freiwillig von diesen Mädchen getragen wird. Und auch das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und wo wir, glaube ich, die Frauen auch stark machen müssen. Nicht indem wir sie dann in eine gewisse Ecke stellen, wenn sie sich entsprechend kleiden, sondern indem wir deutlich machen, wenn das euer freier Wille ist, dann ist das auch zu akzeptieren, aber es muss sicher sein, dass es euer freier Wille ist. Und vielleicht lernt man da auch selbst dazu. Ich bin in der Aufnahmeeinrichtung bei mir zu Hause in Lebach, ich habe das gerade eben gesagt, einer jungen Frau begegnet, einer Ärztin aus dem Sudan, natürlich entsprechend auch ihrer Religion gekleidet. Und ich sage immer, das war mit Abstand das Tougheste, was ich in den letzten 2 Jahren an Frau getroffen habe. Kleine, schmale Person, die aber alles in diesem Lager, und zwar alle Männer, die da um sie rumgeschwirrt sind, in einer Art und Weise kommandiert und in Reihe und Glied und in Ordnung gebracht hat, da kann man einiges davon lernen. Das hat mir nochmal gesagt, dass nicht jede äußere Kleidung sozusagen darauf schließen lässt, wie selbstbewusst und wie emanzipiert eine Frau ist. Wir wollen Frauen, die selbstbewusst sind, die nicht bevormundet werden, weder von ihrem persönlichen Umfeld zu Hause noch von uns. Und in dem Sinne müssen wir Frauen stark machen. Wenn wir sie stark machen, dann werden wir eine Gesellschaft von starken, selbstbewussten Persönlichkeiten sein, und zwar Männern und Frauen.
Dafür haben wir über viele, viele Jahre gekämpft. Das ist ein Vorbild aus meiner Sicht auch für andere Regionen in der Welt. Und dahin sollten wir unsere Integrationsanstrengungen auch leiten. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an die Ministerpräsidentin des Saarlandes für diesen engagierten, kenntnisreichen Vortrag. Es war wie immer ein besonderes Erlebnis zuzuhören und wir haben auch einiges, oder ich ganz für mich persönlich habe einiges gelernt. Wir kommen zu den Panels und gehen sozusagen chronologisch vor. Das heißt, Frauen kommen mit Fluchterfahrung an, haben möglicherweise ein Bleiberecht erhalten. Und jetzt geht es bei mir in der Diskussionsrunde um die Gewalterfahrung, die bei den Frauen vorhanden ist. Was können wir tun, um ihnen zu helfen? Was können wir tun, um mit diesen Frauen einen Integrationserfolg gelingen zu lassen? Und da darf ich als Expertinnen begrüßen Frau Monika Sisek-Evans. Sie zu meiner Rechten. Sie leitet die Fachberatungsstellen von Jadwiga, das sind die Opfer von Frauenhandel in München und Nürnberg. Und die Erfahrung von Frau Sisek-Evans reicht lange zurück. Sie ist seit den 80er Jahren in der Frauen- und Migrationsberatung tätig, hat auch sehr schnell, als bekannt wurde, dass bei uns jetzt sehr viele Frauen im letzten Jahr ankommen, reagiert, hat Frauencafés in den Erstaufnahmestellen für Asylbewerber eingerichtet. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit Ihrer Expertise bei uns sind. Aus dem Saarland darf ich begrüßen Frau Adula Dado zu meiner Linken. Sie ist Geschäftsführerin von Malak Help. Das ist eine Gesellschaft, die gegründet wurde, um notleidenden Menschen im Nordirak, in Kurdistan zu helfen. Das tut sie seit einiger Zeit und vor allen Dingen war sie für das Staatsministerium in Baden-Württemberg ein Jahr lang im Nordirak und hat ein Projekt geleitet, Sonderkontingent für besonders traumatisierte Frauen und Kinder zu organisieren. Und im Rahmen dieses Projekts wurden 1000 jesidische Frauen nach Baden-Württemberg begleitet und dort behandelt. Schön, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Und mein herzlicher Gruß gilt der Dame eine rechte Seite weiter. Das ist Frau Dr. Maggie Schauer. Sie leitet das Kompetenzzentrum Psychotraumatologie an der Universität Konstanz, hat natürlich in hohem Maße publiziert. Ihre wissenschaftliche Expertise beruht aber nicht nur auf der Lehrtätigkeit, sondern auf zahlreichen Feldeinsätzen mit traumatisierten Personen in Kriegs- und Krisengebieten, zum Beispiel im Kongo, zum Beispiel mit Flüchtlingen aus Ruanda. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind und ich möchte mit der Frage gleich an Sie beginnen. Traumata ist ein weites Feld, ein weiter Begriff. Worüber reden wir hier überhaupt? Welche Belastungen haben diese Frauen mitgebracht? Und wenn wir das Ganze jetzt auf den Bereich der Integration übertragen, welche Schwierigkeiten entstehen denn durch solche Traumata für eine hoffentlich gelingende Integration? Warum ist es also so wichtig, dass Traumata überwunden werden? Ja, vielen Dank, Frau Mack. Vielen Dank. Ich habe gerade so zugehört und gedacht, die beiden Vorredner, die Frau Kranbauer und der Herr Kauder, haben ja gesagt, wir wollen nicht immer die Opferseite betrachten. Und das Thema ist Frauen als Motor der Integration. Und so ein Motor, der muss ja schnurren, damit da was vorangeht. Jetzt kann man natürlich eine Person nicht auf ein Tool reduzieren. Ein Mensch hat ja an sich einen Wert und eine Bedeutung. Aber die Frauen, die zu uns kommen als Geflüchtete, die haben allerdings größere Probleme. Schon von Beginn ihres Lebens an. Und ich glaube, in der Integration, wo immer, also vielleicht sollten wir mal
noch kurz darüber reden, was Integration ist, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Wenn wir sagen, wie können wir den Frauen denn gesundheitlich helfen, denn die sind ja psychisch und körperlich manchmal sehr belastet. Jetzt habe ich meine Doktorandinnen gebeten, mir so ein paar neueste Zahlen mitzugeben, damit sie eine Vorstellung bekommen. Ich mache vielleicht einen kurzen Abriss, weil sie mich gebeten haben zu sagen, was ist denn Trauma in dem Zusammenhang? Als traumatisierend erleben wir ja alles, was uns überfordert, schockiert, was den Menschen bedroht. Aber zu einer Traumafolgestörung wird das ja nicht alles. Wir haben im Sudan eine große Studie gemacht, da haben wir gesehen, es gibt Menschen, die haben über 100 traumatische Lebensereignisse. Aber es gibt niemanden, der noch so gesund ist und noch so ein gutes Elternhaus hatte und noch so gute Gene hatte, der jenseits von 28 schweren traumatischen Lebensereignissen noch psychisch gesund ist. Also da gibt es einen Moment, da bricht jeder. Das heißt, Trauma ist immer sowas wie ein Bausteineffekt, nennen wir das. Eine Belastung, eine Lebenskrise, ein traumatisches Ereignis. Und es häuft sich so aufeinander. Und leider haben die Frauen, die hierher kommen, nach ihrer Kindheit in Kriegs- und Krisengebieten, nach ihrem Elternhaus, in dem sie oft schon Gewalt erlebt haben, nach der Fluchtstrecke und im Zusammenleben mit ihren Männern schon mehrfach Gewalt erlebt und auch Gewalt bezeugt. Übrigens, das Bezeugen von Gewalt, das Zuschauen müssen, wie andere Gewalt erleben, kann genauso traumatisierend sein. Es ist nicht so, dass ich das alles am eigenen Leib erleben muss. Vielleicht, um es zu verstehen, was bei Frauen so besonders ist, im Gegensatz zu Männern, wobei auch Männer auf die gleiche Art traumatisiert werden können, das muss ich gleich dazu sagen. Frauen erleben mehr traumatische Ereignisse, vielleicht weil sie schwächer sind, vielleicht weil sie anders reagieren. Frauen erleben andere traumatische Ereignisse bevorzugt, zum Beispiel mehr sexuelle Gewalt. Männer, die sexuelle Gewalt erleben, haben übrigens die gleichen Symptome. Und Frauen reagieren anders auf Bedrohungen. Der Organismus der Frau reagiert auch in der Pathologie später nochmal anders als ein Mann. Wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe mir mal unsere Studien, die wir jetzt gerade haben, von Frauen, die jetzt in Gemeinschaftsunterkünften sind oder in Turnhallen sind, die so neu zu uns gekommen sind, da haben wir bei den neueren Daten 95% der Frauen, die traumatisiert wurden, also praktisch jede Frau, hat mindestens 4 bis 9 verschiedene Traumata erlebt. Und das ist schon deutlich über dem Schnitt einer westlichen Gesellschaft, wie jetzt Deutschland, Schweiz, Amerika, wenn ich nicht in einem bestimmten gefährlichen Milieu aufgewachsen bin. Und was wir jetzt machen müssen, ist, dazu muss man ein bisschen Biologie verstehen, das Leben der Frau beginnt, wenn die Mutter im Mutterleib der Großmutter ist. Da werden die Eier angelegt, die die Frau später mal benutzt, um da ihre Kinder draus zu machen. Das heißt, ich muss 2 Generationen, 3 Generationen zurückgehen. Und da haben wir gesehen in den letzten Jahren Forschung, zum Beispiel der Hungerwinter 45 in Schweden, oder andere Situationen, wir haben es gesehen bei Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben während der Schwangerschaft. Ich habe mindestens 2 bis 3 Generationen, wo diese Erfahrungen weitergegeben werden. Das heißt, ich habe nicht nur eine Genetik, die ich vererbe, sondern auch, wie ich meine Gene auslese, welche Stressachse mein Kind bekommt. Und da kann ich sehr früh schon, die Großmutter programmiert die Mutter und die Mutter ihr Kind. Und wie wir das alles rückgängig machen, da sind wir ganz am Anfang. Da wissen wir überhaupt noch nicht, wie das geht. Das bedeutet nicht, ich bin ein beschädigter Mensch, weil jeder von uns und jeder Mensch hat Vorfahren, die viel erlebt haben. Das bedeutet nur, wir müssen aufpassen, dass wir Frauen nicht überfordern an der Stelle. Dann hat die Frau, die Mutter in ihrer Schwangerschaft häufig Belastungen in Kriegs- und Krisengebieten. Das fängt ja nicht gestern an. Das sind häufig schon Generationen oder viele Jahre Krieg, viele Jahre Armut, viele Jahre Druck auf den Gesellschaften, die Gewalt innerfamiliär erhöhen. Und dann natürlich der Krieg, die Kriegserlebnisse, das Sehen von Krieg, die Bombardierungen und so weiter. Dann habe ich die Flucht. Ich möchte nur mal ein paar Zahlen aus unserer Arbeit, zum Beispiel in Sri Lanka, da haben die Frauen zu 96% familiäre Gewalt erlebt, in Afghanistan 97%, südlich der Sahara 95%, wobei 25%, 1/4 der Frauen, die wir hier haben, hat so schwere familiäre Gewalt im Elternhaus schon erlebt, dass es zu Knochenbrüchen geführt hat, zu Verletzungen geführt hat, zu Gewebeschäden. Also das ist nicht nur mal eine Ohrfeige. Das heißt, die Leute kommen aus Kindheiten, die massiv belastet sind. Dann habe ich
wenn ich weiß nicht, ob Sie es so genau hören wollten, aber wenn wir da mal weitergehen, habe ich in der Stichprobe 98% die somatische Probleme haben. Das heißt, die Frauen sind körperlich beeinträchtigt. Die gehen zum Arzt, haben Kopfschmerzen, die haben Rückenschmerzen, dann gibt es eine große Problematik Übergewicht, es gibt eine große Problematik mit dem Immunsystem. Jemand, der traumatisiert wird, ist nicht nur psychisch belastet, sondern wird auch zum körperlich kranken Menschen. Und da müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht solche Drehtürpatienten bekommen, die immer weiter geschickt werden. In einer Studie hat sich gezeigt, dass wenn sie als Frau sexuell misshandelt wurden und schlechte formale Schulbildung haben, dann bekommen sie bis zu 11 verschiedene Medikamente verschrieben. Die Ärzte sind relativ hilflos dieser Problematik gegenüber. Wenn ich jetzt mal gucke. Frau Dr. Schauer, wir haben nur eine Dreiviertelstunde okay. für unser Panel. Vielleicht darf ich zusammenfassen. Ja. Wenn Sie jemand vor sich haben, der das klinische Bild der Traumatisierung erfüllt, und das wird groß diskutiert, wie viel Prozent sind denn das jetzt, die wirklich pathologisch sind und wie viel Prozent lässt sich so noch remittiert von alleine, da kann ich mich erholen, dann sehe ich, dass ich irgendwo zwischen 20% und 50%, je nach Stichprobe, an Personen habe. Das heißt, ich kann mal hochrechnen, wie viele Menschen hierher kommen und dann mal gucken, wie viele jetzt davon Unterstützung bräuchten. Und da hätten wir einen Vorschlag, wie wir die Leute unterstützen würden. Wichtig ist, dass diese Frauen beruflich eingeschränkt sind in ihrer Integration. Die können sich schlechter konzentrieren, die schlafen schlechter, die haben häufig Wiedererleben, die sind gesundheitlich schlechter, in einem schlechteren Zustand und auch in der Erziehung ihrer Kinder beeinträchtigt. Die Feinfühligkeit leidet und so weiter. Das heißt, also für das Thema der Integration ist es ganz zentral Unterstützung für Frauen mit Traumaerlebnissen. So. Herzlichen Dank, das war spannend, auch aus medizinischer Sicht. Frau Sisek-Evans, Sie arbeiten ja seit Jahren mit Frauen, die sehr brutale Gewalterfahrung gemacht haben und sind auch, ich habe es vorher gesagt, frühzeitig aktiv geworden. Was ist bei Ihren Frauen das Thema, was Ihren in Anführungsstrichen, was haben Ihre Frauen erlebt, welche Traumata liegen zugrunde und welche Hilfen brauchen Sie? Ja, danke schön. Ich muss dazu sagen, wir haben in Bayern zwei Fachberatungsstellen, also eine in München, eine in Nürnberg. Wir sind im Prinzip für ganz Bayern zuständig, haben aber vom Personal her nicht so viele Mitarbeiterinnen. Wir unterstützen Opfer von Menschenhandel. Ich benutze das Wort Opfer jetzt, obwohl ich gerne lieber von Betroffenen sage, weil in dem Moment, wo sie zu uns kommen, wollen wir nach vorne blicken in die Zukunft. Wir wollen ihre Ressourcen erkennen und Entwicklung schaffen. Sie kommen, Menschenhandel, das ist sowohl sexuelle Ausbeutung als auch Arbeitsausbeutung. Aber wir helfen auch Frauen, die von drohender Zwangsheirat betroffen sind oder zwangsverheiratet wurden. Wir haben dafür ein extra Wohnprojekt, das heißt Scheherazade, wo die Frauen in Sicherheit sind. Das sind aber mehr Frauen, die in Bayern aufgewachsen sind, die diese Möglichkeit nutzen können. Das gibt es weniger jetzt für Frauen, die in Asylbewerber, Erstaufnahmen oder Unterkünften sind. Die Frauen, die wir haben, sind sehr häufig sehr schwer traumatisiert und eingeschüchtert. Die haben natürlich auch noch Angst, dass die Täter sie weiterhin verfolgen, was auch sehr häufig der Fall ist. Frauen fliehen aus sehr frauenspezifischen Fluchtgründen. Wir werden jetzt nicht die Zeit haben, das ganze Themenfeld zu erläutern, aber es ist so, dass die Frauen, die zu uns alleine kommen oder alleine mit ihren Kindern auf der Flucht Schreckliches erlebt haben. Das geht hin bis Gewalt, Vergewaltigung, verkauft werden, Zwangsprostitution in den verschiedenen Ländern. Das Schlimme ist, die Frauen werden speziell zum Zwecke der Zwangsprostitution, zum Beispiel aus Nigeria, aus verschiedenen afrikanischen Staaten, aber auch aus Eritrea und anderen Staaten auf den Weg gebracht. Das heißt, das sind organisierte Tätergruppen,
die die Frauen losschicken und sehr häufig als Minderjährige schon. Also auch Frauen, die zum Beispiel nach Katar, nach Dubai, in die Arabischen Emirate verkauft werden, sind häufig noch Kinder, wenn sie verkauft werden. Entweder aus der Not heraus oder dass die Mutter gestorben ist. Und sehr häufig über die Familien, die sich erhoffen, dass die Kinder dadurch ein besseres Leben haben oder ein Auskommen haben, was aber häufig in solchen Situationen endet. Sich daraus zu befreien, ist sehr schwierig. Zum Beispiel gerade, wenn wir so die Gruppe der nigerianischen Frauen anschauen, die ja häufig noch unter Juju-Zauber stehen. Das heißt, sie reagieren da auch sehr stark körperlich drauf mit der Angst, dass sie umgebracht werden, wenn sie sich aus der Zwangsprostitution befreien, bevor sie die vereinbarte Summe abbezahlt haben, die häufig so hoch ist, dass es schwer ist, es abzuzahlen zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Also das heißt, sie verbleiben oft einen sehr langen Zeitraum in dieser Situation, bevor sie sich daraus befreien. Der Weg durch die Wüste, in der Wüste, die Vergewaltigung, dort müssen sie sich schon zwangsprostituieren. Die Erlebnisse in Libyen, bevor es zu der Überfahrt nach Italien oder in andere Länder geht, ist unbeschreiblich. Also das kann ich so eigentlich gar nicht erzählen, was dort alles passiert. Es sind häufig auch, wir sprechen immer, wie viele oder hören, wie viele auf die Boote kommen. Ja, aber was ist, bevor sie auf die Boote kommen? Sie sind dort in Camps, die Frauen werden dort festgehalten. Sie bekommen kaum was zu essen, wenig zu trinken und warten unter Umständen, bis das Meer sich so beruhigt hat, dass eine Überfahrt möglich ist, bis zu 4 oder 8 Wochen und sind dort wirklich zusammengefercht mit Hunderten. Was wir versuchen, ist von unserer Fachberatungsstelle her, die Frauen zu erkennen, wer ist Opfer von Menschenhandel in den Asylbewerberheimen. Das machen wir nicht erst seit einem Jahr, das machen wir schon seit über 6 Jahren, dass wir Frauencafés haben und individuelle landessprachliche Beratung und Betreuung anbieten. Das heißt, alle unsere Mitarbeiterinnen sprechen 2 bis 4 Sprachen. Wir haben auch eine Mitarbeiterin, die Dari und Farsi spricht, sodass wir überhaupt in der Lage sind, die Situation von Frauen zu erkennen. Das Frauencafé bildet einen Schutzraum. Die Frauen können sich gegenseitig helfen und sich unterstützen, zum Beispiel gemeinsam einkaufen gehen, weil sie sich nicht aus den Zimmern trauen. Es ist einfach die Lage so in den großen Unterkünften, dass 70-80% Männer sind und nur ein kleiner Teil Frauen. In den Frauencafés bieten wir auch Informationen an, dass wir eine Hebamme einladen, dass wir sagen, wie läuft das bei uns ab. Ich habe das Gefühl, die Frauen nehmen das unglaublich, die saugen das auf. Also auch, was sie für Rechte haben, was sie für Möglichkeiten haben. Auch Frauen, die jetzt gerade zwangsverheiratet wurden oder schon länger sind oder aus diesem Grunde heraus auch geflohen sind, fühlen sich dadurch ermutigt, für sich die Situation zu ändern. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Sehr viele der Frauen haben Kinder, entweder aus der Zwangsprostitution oder dass sie jemanden kennengelernt haben. Das ist auch sehr häufig der Punkt, wo der Frau alles egal ist, der Schutz des Lebens in ihrem Körper, dass sie sich nochmal auf die Flucht begibt, also zum Beispiel gerade aus der Zwangsprostitution in Italien oder Spanien oder Griechenland auf den Weg mit den Flüchtlingen weiter nach Norden und dann auch in Deutschland kommen. Dürfen wir hier vielleicht mal eine kurze Unterbrechung machen, sodass wir auch der Frau Dado die Gelegenheit geben können. Frau Dado beschäftigt sich ja im Wesentlichen mit den Frauen in ihrem Herkunftsland, wenn ich das richtig verstanden habe. Und meist sind die Frauen, also sind die Opfer von, sind die religiösen Minderheiten,
zum Beispiel die Jesidinnen. Sie haben jetzt ein Jahr in der Region verbracht. Was möchten Sie uns berichten? Wie können wir dort ansetzen? Ja, wir müssen dort ansetzen, um den Satz dort fortzufahren. Zunächst möchte ich eine kleine Klarstellung. Ich habe nicht das Projekt geleitet. Der Dr. Blume war Leiter des Projektes. Das ist mir sehr wichtig, dass das gesagt wird. Ja, was habe ich gesehen? Was ich vor Ort gesehen habe, das konnte ich mir, bevor ich überhaupt dort, ich war vorher, bevor ich dem Sonderkontingent zugehört habe, auch ehrenamtlich öfters im Nordirak gewesen. Man kann sich das mit dem normalen Menschenverstand gar nicht vorstellen, was diesen Frauen widerfahren ist. Sie dürfen, wir sind im 21. Jahrhundert und reden hier von Menschenhandel. Wir reden von Vergewaltigung. Wenn ich jetzt speziell auf das Problem der Jesidinnen eingehen. Man hat versucht, eine Religionsgemeinschaft auszurotten, komplett auszurotten. Und wie hat man das gemacht im Nahen Osten und so, wenn wir jetzt von Integration reden, wenn wir von reden, dass wir die Frauen hier bestärken wollen, dann müssen wir verstehen, was ist deren Mentalität. Und eine Religionsgemeinschaft zum Beispiel, die Jesidinnen, als aber auch andere Religionen, auch der, also Islam, Christentum, überhaupt im Nahen Osten. Man kann Menschen im Nahen Osten durch ihre Würde brechen, durch was ganz, ganz hoch angesehen ist bei diesen Menschen, ist die Ehre. Die Ehre jedes Volkes im Nahen Osten wird durch die Frau gebrochen. Also man versucht es, durch die Frau zu brechen. Und das hat man hier auch versucht. Man hat hier eine komplette Religion versucht, von innen auszurotten. Das heißt, man hat hier im 21. Jahrhundert, am 3. August 2014, ist der IS in Sinjar-Stadt eingetroffen, überwältigt. Man hat mehrere hunderttausend Menschen auf die Flucht gebracht und über 7.000 Frauen, 5.000 bis 7.000 Frauen, ich möchte mich bei der Zahl bitte nicht festlegen, systematisch, als Objekt behandelt, man hat diese Frauen als Gegenstände behandelt, nichts mit Würde, nichts mit vergewaltigt, mehrere Frauen, also hunderte von Frauen sind in Lagern eingetroffen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass man am Anfang alle zusammengefärscht hat und dann systematisch alte Frauen zur Seite, also in Gruppen aufgeteilt, Frauen mit Kindern in Gruppen aufgeteilt hat, verheiratete Frauen, die noch keine Kinder haben und junge Frauen. Und wenn ich hier von jungen Frauen rede, ich rede hier von sexuellen Opfern, die 8, 9 Jahre alt waren, die mehrmals verkauft worden sind, mehrmals am Tag vergewaltigt worden sind, gedemütigt worden, nicht nur sexuelle Gewalt erfahren haben, auch körperliche Gewalt erfahren haben, vor deren Augen die Männer abgeschlachtet worden sind. Richtig, wenn ich abschlachten sage, meine ich abschlachten, richtig geköpft worden sind vor deren Augen, vor den Augen der Frauen, vor den Augen der Kindern, deren Kinder, man hat Frauen gebeugt, indem man die Kinder vor ihnen umgebracht hat. Solche Erlebnisse mussten diese jesidischen Frauen erleben. Deswegen kann man eigentlich, wenn wir von Integration reden, bei diesen Frauen wird keine Integration stattfinden, bevor sie nicht diese Menschen haben, das Urvertrauen, das jeder Mensch hat, das haben sie verloren. Zunächst muss man diesen Menschen eine sichere Umgebung geben. Wenn sie eine sichere Umgebung haben, dann kann man anfangen, wie die Frau Dr. Schauer gesagt hat, erstmal dieses Traumata zu verarbeiten. Da ist Integration noch ganz, ganz, ganz weit weg. Was wichtig ist für mich, ist, dass wir immer noch, also wenn ich jetzt speziell um diesen, wenn ich nur von diesem Personenkreis rede, weil das sind wirklich die am schlimmsten betroffen, also die Ärmsten der Ärmsten, wenn wir jetzt von der Flüchtlingsrede, von Kriegserlebnissen und so reden, hier sind es tatsächlich Opfer, die man systematisch vergewaltigt hat, die man systematisch versucht hat auszulöschen. Wir haben immer noch über 1.600 Frauen und Kinder, die in deren Händen waren, die jetzt in diesen Camps leben. Wir haben 3.200 bis 3.500 Frauen noch in Händen der IS, die tagtäglich seit über 2 Jahren mehrfach verkauft werden, die mehrfach vergewaltigt werden. Ganz viele, die Suizidversuche haben, ganz viele, die mittlerweile auch Kinder haben und sich nicht trauen aus kulturellen Gründen, auch was vorhin auch die Frau Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer genannt hat, dass man kulturelle Gründe auch hat,
dass man sich selbst, dass man bereit ist, in der Hölle weiter zu verbleiben, als sich aus dieser Situation zu befreien und zu flüchten. Und das ist halt für mich ganz besonders wichtig, dass man die Frauen, die noch in deren Händen sind, dass da die Weltgemeinschaft im 21. Jahrhundert nicht zugucken darf, wie diese Frauen noch in deren Händen sind, dass man da wirklich versucht, auch die zu befreien. Das ist natürlich jetzt nicht innerpolitisch, sondern außenpolitisch, aber es ist mir ein sehr großes Anliegen, dass man diese Frauen aus der Hölle befreit. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, Frau Marke. Entschuldigung. Frauen aus der Hölle befreit. Frauen aus der Hölle befreit, genau. Nee, es ist unheimlich wichtig, dass wir hier vor Ort gucken, dass man diesen Menschen hilft. Es ist ein großer Leid und es ist sehr traurig zu sehen, dass wenn Menschen hierher kommen und so, dass, also es ist, ich habe, Frau Mark, machen Sie ruhig weiter, ich habe den Faden verloren, weil ich im Moment ziemlich aufgeregt bin und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das geht mir schon ziemlich nah und ich versuche so gut wie möglich mit der Situation selber klarzukommen. Und man darf eins nicht vergessen, dass ich bin selber Jesidin und selber auch Kurdin. Und dieses Ereignis oder dieser Krieg an sich, wir sind alle irgendwie traumatisiert. Das ist eine kollektive Traumatisierung, die uns allen widerfahren ist. Und jeder von uns versucht natürlich durch seine Stimme diesen Frauen und Kindern, als auch die Menschen, die gerade im Kriegsgebiet sind, eine Stimme zu geben. Liebe Frau Dadu, Sie geben den Frauen eine starke Stimme. Kompliment und Respekt. Und ich konnte mich im Irak selber davon überzeugen, was da notwendig ist. Und Sie sprechen mir, das sage ich jetzt privat, aus dem Herzen. Jetzt haben wir, wenn wir es nüchtern formulieren, die Bestandsaufnahme gehört. Jetzt hilft natürlich nicht nur die reine Bestandsaufnahme, sondern daran anknüpfend muss natürlich die Frage gestellt werden, wie können wir den betroffenen Frauen hier helfen, vielleicht auch helfen über eine professionelle Therapie hinaus. Und da wende ich mich jetzt wieder an Frau Dr. Schauer. Nicht alle Frauen werden diese professionelle Traumatherapie erhalten können. Auch das muss man in Deutschland sehr nüchtern betrachten. Sie sagen jetzt, Sie sehen den Bedarf an sehr niederschwelligem Zugang zur Behandlung von Traumata. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann schlagen Sie vor, Multiplikatorinnen auszubilden. Können Sie uns darüber etwas berichten? Ja. Also im Grunde genommen müssen wir unser Gesundheitssystem ein bisschen auf den Kopf stellen. Dieser Luxuspsychotherapie ist bisher sehr elitär. Und wenn wir aber mal verstehen, mit welcher Dimension wir es hier zu tun haben und wie bedeutsam das ist, dann müssen wir einfach sagen, wir müssen in Mental Health, in mentale Gesundheit investieren. Und zwar nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Kindern und auch bei den Männern. Ich denke, wir haben noch nicht verstanden, bisher gesellschaftlich nicht verstanden, was das bedeutet, wenn Menschen nicht voll funktionsfähig psychisch sind. Das heißt, wir würden sagen, heute geht man von dem Paradigmenwechsel aus. Wir sagen nicht, psychologische Versorgung ist ein Luxus am Ende der Bedürfnishierarchie. Unten kommt alles andere, Arbeit, Wohnen und so, das spielt alles eine Rolle. Sondern wir müssen sagen, wenn die psychische Gesundheit wieder da ist, dann ist die geflüchtete Person zukunftsoffen, hat Kraft, ist gesund und fängt auch das Leben dann an in der neuen Gesellschaft. Was wir jetzt vorschlagen, wäre, dass wir, wie das die WHO auch macht, in anderen Momenten, in denen es eine Epidemie gibt von Erkrankungen, die vorher nicht absehbar war, dass wir Menschen rekrutieren müssen fürs Gesundheitssystem, die bisher da nicht arbeiten. Das heißt, wir brauchen einfach sehr viel mehr Leute und wir brauchen wahrscheinlich neue Berufe, die zwischen diesen nur jetzt Helfer oder Approbation, da gibt es ja nicht viel dazwischen, die da dazwischen liegen. Und deshalb würden wir sagen, der erste Schritt ist vielleicht, dass man versucht, genau wie wir es jetzt gerade gehört haben, ganz wichtig, überhaupt mal zu identifizieren, wer ist denn belastet? Wer braucht denn dringend Unterstützung? Wer braucht sofort Unterstützung? Und wer braucht die mittel- bis langfristig?
Und wer kommt dazu in Frage? Am allerbesten die geflüchteten Menschen selber. Die sprechen ihre Sprache, die kennen sich, die können sich auch identifizieren, auch in den Turnhallen. Ich kann auch hören, nebenan schreit einer nachts, da hat einer Albträume, da geht es jemand schlecht. Das heißt, unter den geflüchteten Menschen gibt es auch psychosoziale Berufe. Da gibt es Lehrer, da gibt es Krankenschwestern, da gibt es Menschen, die schon was mitbringen und die sich durchaus gegenseitig da unter Anleitung helfen können, dass sie einen Weg finden, sowas wie Flüchtlingslotsen in unser Gesundheitssystem. Das wäre mal ein Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich glaube, wir müssen Traumaberater ausbilden. Menschen, die niederschwellig robuste Module einsetzen können, nach einer gegebenen Einarbeitungszeit und Training. Das machen wir in allen Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. Nur für Deutschland sagen wir, da darf nur der approbierte, studierte Arzt. Wenn Sie nach Somalia gehen, da gibt es überhaupt keine studierten, approbierten Psychiater oder Psychotherapeuten. Da arbeiten Sie mit den Menschen, die schon dazu da sind, die zum Beispiel in der Gruppe, in dem Dorf schon die Ansprechperson sind, die schon zu denen man geht, wenn man sein Herz ausschüttet, da gibt es schon Heiler. Das heißt, Sie könnten auch hier so eine Instanz einbauen, einen Traumaberater. Und es ist in 3-4 Wochen Training möglich, jemanden unter Supervision anzuleiten, einfache traumatherapeutische Module durchzuführen. Und alle schwierigeren Fälle, komplexeren oder so therapierefraktäre Fälle, die wirklich das Wissen und Können eines angelernten Laien übersteigen, die können immer noch zu den hoch ausgebildeten Traumaspezialisten. Und ich warne wirklich davor, das Traumathema immer so elitär zu machen und zu sagen, das dürfen nur die Allerbesten der Besten. Und wenn jemand so komplex und schwer traumatisiert ist wie eine Frau nach Menschenhandel oder nach Massenvergewaltigung, dann darf das überhaupt nur der Oberspezialist. Das ist wissenschaftlich gesehen Unsinn. Wir haben gute Daten in anderen Ländern, dass wir Menschen anleiten können und Trainings geben können über ein paar Wochen, dass ein robustes Verfahren eingesetzt wird. Die können dann nicht alles, die können nur bestimmte Teile, aber damit können wir viel auffangen. Ich meine, wenn Sie sich die Dimension mal vor Augen führen und wenn Sie dann gucken, wie viele Plätze es gibt, wir haben es letztes Jahr allein, also jetzt mal konservativ gerechnet, mit 60.000 Kindern zu tun, die bestimmt so belastet sind, dass sie von alleine nicht zurechtkommen werden. Und wie viele Therapieplätze gibt es? Es gibt 5.000 niedergelassene Kinder-Jugendtherapeuten. Das ist völlig aussichtslos. Und die Wartelisten sind jetzt schon zu lang. Ich kriege jede Woche Anrufe für Traumatherapie. Auch deutsche Patienten warten sehr lange auf eine Traumatherapie. Wir müssen da in diesem Bereich wirklich offen sein und mutig sein und die wissenschaftliche Forschung betrachten und nicht immer gleich sagen, nein, nein, das ist ja nicht unser Standesdünkel und da sind die Grenzen eng gesetzt und da darf sonst keiner Geld verdienen. Danke. Herzlichen Dank und jetzt sehe ich gerade auch schon die Berichterstatterin im Gesundheitsausschuss, dass sie fleißig für Psychiatrie und Psychotherapie mitschreibt. Ich glaube, da kann man nachher bilateral noch Wichtiges austauschen. Frau Sisek-Evans, Jadwiga macht ähnliche Schulungen, glaube ich zumindest, für ehrenamtliche Betreuerinnen. Können Sie aus Ihrer Sicht da noch ergänzen? Also eigentlich, wir machen ehrenamtliche Schulungen, das heißt auch im Gesundheitswesen, Hebammen, Ärzte, auch Ehrenamtliche, die in den Flüchtlingsunterkünften sich engagieren, also größere Gruppen, manchmal nächste Woche schule ich zum Beispiel 75 Ehrenamtliche, aber die schule ich, damit sie Menschenhandel identifizieren können und erkennen können. Das ist erstmal das Wichtige, das versuchen wir eben auch mit den Frauencafés. Also darüber hinaus, dass es ein Schutzraum ist, dass die Frauen sich gegenseitig unterstützen können, aber auch Informationen bekommen, aber auch davor zu warnen, dass sie hier in Deutschland praktisch für die Zwangsprostitution ausgenutzt werden. Das spielt sich auch bei uns ab. Das ist nicht nur so, dass das im Ausland ist, sondern es gibt hier auch Tätergruppierungen und die haben sich in den letzten Jahren verstärkt. Sicher auch die Polizei nicht mehr so viel Zeit hat, um da Maßnahmen zu ergreifen, wo Frauen von den Flüchtlings-
Unterkünften weg, mit Angeboten auf Arbeit gelockt werden und dann für ein, zwei Jahre irgendwo verschwinden und eingesperrt sind. Das spielt sich auch bei uns in Deutschland ab. Das sind häufig, vor einigen Jahren wurde ein Haus gesucht, wo wir in der XY-Sendung waren. Ich war mit dem Ermittler in der XY-Sendung. Das beschränkt sich sehr stark auf eine Ethnie, zum Beispiel Chinesen oder Kenianerinnen oder so, das sehr abgeschlossen ist und natürlich für die Polizei schwer zugänglich ist. Also unsere Aufgabe ist erstmal die Identifikation, weil die Frauen sagen nicht von sich aus, was ihnen passiert ist. Sie schämen sich unglaublich. Ja? Sie sagen nicht, ich bin Opfer von Menschenhandel, sondern die Frage ist, können wir das erkennen? Also das heißt, auch beim Bundesamt, bei Anhörungen, wir haben Expertengespräche durchgeführt, da zu erkennen, welche Hinweise gibt sie, dass sie ein Opfer von Menschenhandel sein könnte. Keine Frau erzählt das so. Mir erzählen Frauen zum Beispiel, ich musste in Griechenland Taschen verkaufen. Also kein Mädchen mit 16 Jahren wird von der Tätergruppierung nach Griechenland gebracht, um Taschen zu verkaufen. Oder nach Italien, um Taschentücher zu verkaufen oder Regenschirme. Das stimmt halt nicht. Ne? Das kann man wissen, aber sie kann es einfach nicht erzählen. Wir haben sehr viele traumatisierte Frauen. Es gibt aber auch Frauen, die bei der Polizei aussagen, die sich mit unserer Unterstützung stabilisieren. Das ist ganz wichtig. Das ist das, was wir machen, eine Stabilisierung der Frauen. Viele Frauen haben Kinder, von daher halte ich es unglaublich für notwendig, dass den Frauen geholfen wird. Es gibt bei uns so eine Art Stabilisierungsgruppen, aber die Angebote finden häufig statt ohne Kinderbetreuung. Und gerade die Frauen mit den Kindern, die ja auch in gewisser Weise die Traumatisierung an ihre Kinder weitergeben oder die Kraft brauchen, dass sie nachts durchschlafen. Wenn eine Frau nachts nicht durchschlafen kann, weil die Erlebnisse sie schockartig um 12 Uhr nachts aufwachen und vor Angst schlafen sie bis 5 Uhr nicht mehr ein und das Kind kommt dann um 6 Uhr. Das ist unglaublich stressig. Die Frauen sind fix und fertig. Also da brauchen sie Unterstützung. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass wir noch eine Stelle besetzen könnten, die da auch therapeutisch ein Stück weit arbeiten kann. Herzlichen Dank. Da sind Sie jetzt mit dem Stellenwunsch nicht unbedingt alleine. Viele, die hier drin sitzen und die sich mit den Themen auch hauptamtlich befassen, können da ein Lied von singen. Frau Dado, zu den jesidischen Frauen nochmal. Sie haben die Frauen in Baden-Württemberg auch in und nach der Behandlung erlebt. Können Sie da etwas Positives jetzt erkennen oder wo sind die Hürden? Warum funktioniert es gut oder schlecht oder was können wir besser machen? Also ich konnte mir natürlich ein Bild machen. Ich habe die Frauen gesehen, wie sie bei uns aus den Lagern praktisch direkt nach diesen traumatischen Erlebnissen bei uns im Büro waren und aufgenommen haben, wie sie zu dem Zeitpunkt waren. Und nachdem wir die nach Deutschland gebracht haben, um eine Behandlung, was ich sagen muss, eine Traumabehandlung oder was wir jetzt gerade drüber reden, überhaupt eine psychologische Behandlung, die ist am Anfang fast kaum möglich, weil diese Frauen, die wollen ja nicht darüber reden, wie sie gerade zu Recht gesagt haben, sie schämen sich. Viele, die wirklich medizinisch nachgewiesen mehrfach vergewaltigt worden sind, haben behauptet, sie wurden nicht vergewaltigt, sie werden nicht vergewaltigt, weil das natürlich wieder kulturell bedingt. Man muss dazu sagen, das Jesidentum ist eine Religion, die über 4000 Jahre zurückgeht und wir haben ganz alte Vorstellungen. Ins Jesidentum kann man nicht konvertieren, aber es gibt eine Möglichkeit aus dem Jesidentum, man kann rauskommen aus dem Jesidentum und das geschieht, wenn man mit einem Nicht-Jesiden sexuellen Kontakt hatte und das ist ja auch gerade das, was der IS wollte. Der IS wollte ja diese Religion auslöschen,
indem sie diese Frauen ja systematisch vergewaltigt hat, also wir haben ganz viele Berichte, wo vor den Augen der richtigen Ehefrau des IS-Kämpfers die jesidischen Frauen vergewaltigt worden sind, und deren Frauen haben zu der vergewaltigten Frau dann gesagt, jetzt bist du eine Muslimin. Also das ist, also man wollte praktisch diese Frauen ja zu Muslimen machen. Und die Frauen, wenn die in Freilassung, also entfliehen konnten und zurückgekommen sind, die haben natürlich gemeint, wir werden vielleicht verstoßen und so. Und da muss ich wirklich sagen, ist das in dem Jesidentum also historisch einmalig. Also wir erleben wirklich jetzt eine Art Reformation, weil Babashir, der Oberhaupt des Jesidentums, also vergleichbar mit dem Papst, durch unser Projekt haben wir es so gemacht, dass wir die Frauen, wussten, wen wir mit nach Deutschland nehmen. Wir sind über Lalisch. Lalisch ist die Heiligstätte der Jesiden. Die wurden dort getauft. Und Babashir hat ganz öffentlich in allen Medien überall gesagt, ihr könnt nichts für das, was euch widerfahren seid. Ihr seid und bleibt unsere Töchter. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes und wirklich Historisches, weil das etwas ist. Ich bitte, mir nachzusehen, das nimmt mich ein bisschen emotional mit, aber man hat diesen Frauen, das Jesidentum hat praktisch diesen Frauen gesagt, ihr gehört zu uns. Und das war psychologisch sehr, sehr wertvoll für diese Frauen, weil wie die hierher gekommen sind nach Deutschland, wussten diese Frauen, sie werden nicht abgestoßen werden. Man hat ihnen die Möglichkeit, man gibt ihnen die Möglichkeit, in ihrer Community zu bleiben und mit diesen Traumata klar zu werden. Was natürlich ganz wichtig ist am Anfang, die müssen halt dieses Vertrauen gewinnen. Ich war letzte Woche in einer Einrichtung in Baden-Württemberg. Wir hatten ganz abgemagerte Mädchen, 12, 13, 14 Jahre alte Mädchen, die wirklich abgemagert, die haben jetzt 10, 15 Kilo zugenommen. Natürlich war es am Anfang schwer, natürlich hat es ganz viel Kritik auch am Anfang gegeben, aber Baden-Württemberg hat wirklich ein super Projekt gemacht. Diesen Frauen kann man helfen, hat man geholfen. Es hat Zeit gebraucht, es ist schwierig, bis sie so weit sind, darüber zu reden. Man darf nicht vergessen, im Nahen Osten ist Psychologie, Traumabehandlung oder so kein Fremdwort, aber das gibt es einfach nicht. Wenn man ein Krankenhaus sucht, da kann man einen ganzen Krankenhaus suchen, da findet man keinen Psychologen. Wenn jemand bei uns ins Krankenhaus geht, der möchte vom Arzt eine Spritze haben, der möchte vom Arzt Tabletten haben, dann weiß er, dass er behandelt worden ist. Die Frauen, die hierher kamen, haben sich am Anfang, was für die ganz wichtig war, das hat die Leiterin einer Einrichtung letzte Woche zu mir gesagt, hat gesagt, Frau Dado, das ist Wahnsinn, hat gesagt, wir haben diese Frauen bei uns in die Einrichtung genommen, die waren ja alleine, die hatten ja nur ihre Kinder dabei gehabt, also die noch ihre Kinder hatten, nur Teilkinder, hat gesagt, die sind dann, abends haben die sich alle auf dem Boden bei uns in dieses Büro gesetzt, vor dem Büro gesetzt, weil sie einfach nur jemanden haben wollten und die wollten einfach nur reden, haben einfach nur gelächelt, das war für die am Anfang ganz wichtig, dass einfach nur ein sozialer Kontakt, man hat der Heimleitung praktisch vertraut und hat einfach nur eine Nähe gesucht, aber nicht direkt eine richtige Behandlung. Also was für die wichtig ist, eine Tagesstruktur. Das hat man, also man hat am Anfang versucht, eine Tagesstruktur zu malen. Also ja, ich habe tolle Bilder, wo ich Kunstwerke an diesen Wänden gesehen habe, die Frauen und Mädchen haben, die malen Bilder, die beschäftigen sich mit Kunst und so, darüber versucht man praktisch die Frauen abzulenken und auch Unterricht. Also ich war begeistert, ich habe wirklich geweint letzte Woche, wie ich gesehen habe, ich bin zu meinen Mädchen, sage ich dann immer, rein und war im Klassenzimmer und habe gesehen, dass die wirklich ganz toll gekleidet vorne saßen und mit Unterrichtsmaterial, und die Lehrerin hat nur Deutsch gesprochen. Die hat kein Wort in ihrer Sprache gesprochen, wirklich nur Deutsch, und die sind halt bereits, sie wollen am Anfang vergessen, also die Erfahrung habe ich gemacht, dass sie am Anfang nur vergessen wollten, nicht darüber reden wollten, weil am Anfang ist es auch so, dass
wenn Gerüche, wenn sie Gerüche mitbekommen haben oder Situationen oder Personen, die so ähnlich ausschauen wie ein IS-Kämpfer, der sie vergewaltigt, dass sie Flashbacks hatten. Und das hat man so langsam aufgefangen und hat jetzt auch wirklich, also was ich jetzt von der Heimleitung gehört habe, dass sie sehr gute Erfahrungen machen mit Gruppentherapie, also keine Einzeltherapien, sondern Gruppentherapien, dass allgemein über die Lage geredet wird. Also, das Thema heißt Vertrauen bestärken, Selbstwertgefühl, Wert wieder für sich selber entdecken, also ganz zentrale Themen. Bevor wir jetzt überleiten zum zweiten Panel, es wäre Gelegenheit für zwei kurze Zwischenfragen, die wir ganz kurz beantworten. Und ich mache es jetzt so, jetzt wollte ich gerade schon abbrechen, aber... Die Dame in Pink-Grün. Falls hinten nicht verstanden wurde, es ging um den Zeitraum, wie lange rechnet man mit einer Behandlung? Mhm. Frau Schauer. Ja, ich denke, wenn Sie kurz wollen, kann ich das gerade vielleicht noch versuchen einzuordnen, was die Frau Dado gesagt hat. Vermeidung ist ein Kernsymptom der Traumatisierung, nicht nur bei den jesidischen Frauen. Das gehört als Kernsymptom dazu und gleichzeitig wollen die Leute, die am meisten erlebt haben, am liebsten drüber sprechen. Dieses Paradox liegt der Sache zugrunde. Das heißt, es gibt verschiedene Zugänge, sowas aufzuarbeiten. Es gibt eine ganze große Gruppe Kliniker, die sagt deswegen, wir müssen lange warten und erst mal gucken, wie stabil die Frau ist, ob sie überhaupt drüber sprechen kann. Was sich in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass, und da gehöre ich vielleicht auch dazu, zu der Fraktion, ich glaube, jeder hat ein Recht auf seine Biografie und jeder kann prinzipiell über sein Leben berichten. Und da darf mir kein Arzt und sonst jemand schlauer sagen, du bist noch nicht so weit, du musst da erst noch dran arbeiten. Also was wir machen, weil wir es ja mit multiple traumatisierten Personen, die massiv viele Probleme hatten in ihrer Biografie, sie können sich da keins aussuchen. Sie können nicht sagen, reden wir darüber oder über die Erschießung oder die Vergewaltigung, sondern Sie müssen eigentlich gucken, dass Sie vorne im Leben anfangen und einmal durch das ganze Leben gehen. Alle schönen Momente, wichtige Menschen nochmal mit aufleben lassen, mit reinnehmen, aber auch die schrecklichen Momente. Sie müssen gucken, dass Sie diese Erlebnisse integriert kriegen in Ihr Leben. Und in der Regel sind wir, wenn wir unterwegs sind in Ländern, aber auch hier in Deutschland, eng zeitlich gebunden. Wir haben in den Ländern wenig Ressourcen. Wir müssen mit wenig Ausbildung auskommen, wir müssen mit wenig Geld auskommen, wir müssen schnell sein, was natürlich genau dem widerspricht. Man möchte viel Zeit geben eigentlich der Seele, da jetzt seinen eigenen Rhythmus zu finden. Das heißt, wir haben gute Ergebnisse in manchen Studien nach 4 Doppelsitzungen und in anderen Studien nach 20 Doppelsitzungen. Das heißt, es ist überschaubar. Man würde heute nicht mehr jahrelang Traumatherapie machen und zuwarten, bis da mal was aufblitzt, sondern man würde sehr mit einer guten Erklärung vorher auch gerade dieses Paradox, dass ich sage, jedem geht es so wie dir. Du willst eigentlich drüber sprechen, aber hast panische Angst davor. Und dieses Wechselspiel, das tobt in der Person. Und wenn ich da eine gute logische Einführung dazu habe und auch eine gute Aufklärung, dann ist es am effektivsten zu zeigen, alle Daten und alle Studien in verschiedensten Ländern mit den verschiedensten Kulturgruppen, dass sie die Traumata aufarbeiten, dass sie tatsächlich drüber sprechen. Und das geht dann relativ schnell. Was nicht heißt, dass jemand dann perfekt gesund ist. Sie müssen sich klar machen, dass es ein Leben lang so ist, dass sie eigentlich immer wieder mal einbrechen können. Sie brauchen eigentlich immer gute Bedingungen und immer wieder mal Gelegenheit, dass sie da Unterstützung bekommen. Liebe Frau Dr. Schauer, es ist unheimlich spannend, aber wir haben ein enges Zeitkorsett. Die Frau Sisek möchte jetzt, Evans möchte noch zwei Sätze, sie hat maximal zwei Sätze gesagt, anfügen. Dann gebe ich nach. Ich möchte nur noch dazu sagen, wir haben natürlich sehr viel traumatisierte Frauen, aber wir legen sofort los. Wenn die Frauen bei uns sind Opfer von Menschenhandel, haben vielleicht auch bei der Polizei ausgesagt, versuchen wir ihnen Sicherheit zu geben. Unterkunft, Stabilisierung und
auch Sprachkurs, auch wenn sie Kinder haben. Wir versuchen darauf einzugehen, dass sie vielleicht nicht morgens um 8 Uhr oder 9 Uhr mit dem Sprachkurs anfangen, sondern am Nachmittag. Ja, wir arbeiten uns da langsam ran und wir haben eine ganze Menge Erfolge. Wir haben Frauen, die haben Hauptschulabschluss in dieser Zeit gemacht, die haben eine Ausbildung gemacht. Wir haben Frauen, die haben Hauptschulabschluss gemacht, obwohl sie Analphabeten waren. Auch das stabilisiert. Vielleicht muss man das dann ein bisschen anpassen, aber es ist nicht unmöglich. Also wir haben viele Frauen, die das schaffen, trotz Traumatisierung. Jetzt darf ich mich, trotzdem das unheimlich spannend ist und trotzdem wir da wirklich noch lange diskutieren können, weitergeben. Ich bedanke mich bei meinen Mitdiskutanten, Frau Dado, Frau Sisek-Evans und Frau Dr. Schauer, und gebe weiter an den Kollegen Markus Weinberg, der sich um gleiche Rechte für Männer und Frauen kümmert. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für die Staffelübergabe. Voller Ungeduld warten wir schon. Darf aber eingestehen, das sind so interessante Einblicke, dass ja, das Zeitfenster natürlich immer tragisch ist. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Spannung aufrechterhalten beim nächsten Thema und bleibe so ein bisschen in der Chronologie, dass die Frauen, die dann Schlimmes, Grausames erlebt haben in ihrer Heimat, die sich zur Flucht entschieden haben, auf der Flucht ebenfalls Schlimmes erlebt haben, und dann froh sind, dass sie ihr Leben retten konnten und das Leben ihrer Lieben, kommen dann in eine Gesellschaft nach Deutschland, die gewisse Dinge ganz anders regelt, als sie es gewohnt sind. Und eines der Kernthemen unserer Gesellschaft ist, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben. Und wenn man davon spricht, dass Frauen Motor der Integration sind, dann ist es so, wenn man einen solch starken Motor hat, einen Formel-1-Motor hat, dann muss man die PS auch auf die Straße bringen. Das heißt, sozusagen, dieser Motor muss auch sich ausleben können. Und das ist unser Thema hier im Panel, wie können wir es hinbekommen, dass das Thema gleiche Rechte von Männern und Frauen in unserer Gesellschaftsordnung sich auch beim Thema Integration widerspiegelt, dass die Frauen, die diese Rechte in Anspruch nehmen sollten, auch davon wissen und dieses auch tun, auch wenn es für viele möglicherweise ein kultureller Bruch ist. Also die freie Persönlichkeitsentfaltung und die Selbstbestimmung der Frauen zu stärken, denn dieses zu wissen ist nicht nur der Ansatz von Integration, sondern dieses zu leben und gerade auch zu leben für die eigenen Kinder, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, glaube ich, das muss unser Ziel sein, denn Nadine schön sagte am Anfang, gerade Frauen sind Motor der Integration, weil sie großen Einfluss haben auf ihre Kinder. Und wenn dann die folgenden Generationen wissen, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, dann haben wir ein großes Ziel erreicht. Ich darf Ihnen meine Mitdiskutanten vorstellen. Zu ihrer Rechten Frau Prof. Dr. Susanne Schröter, Ethnologin, Genderforscherin und Direktorin am Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam mit den Forschungsschwerpunkten islamischer Feminismus, Frauenbewegung in der islamischen Welt, und sehr viele Veröffentlichungen, Publikationen konnte man von ihr lesen, jetzt auch gerade sozusagen in den letzten Monaten mit Blick auf gewisse Ereignisse in Deutschland. Vielen Dank, Frau Professor Schröter. Ich darf zu ihrer Linken begrüßen Frau Dr. Matscha, wie ich das richtig ausgesprochen habe und lange geübt hat. Sie ist Volkswirtin, Rechtswissenschaftlerin, in der Türkei geboren, 1978 nach Deutschland gekommen und ist seit 2014 Mitglied des Vorstandes und Sprecherin der Migrantenorganisation Da Migra e.V. Herzlich willkommen. Und ich darf zu meiner Linken begrüßen meine geschätzte Kollegin Jamil Chizouf. Sie ist seit 2013 Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag im für die Integration wichtigsten Ausschuss, nämlich im Bildungsausschuss. Und vor allen Dingen ist sie Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion. Herzlichen Dank, dass du an unserer Diskussion teilnimmst über die Fragestellung gleiche Rechte für Männer und Frauen. Ich will einsteigen, Frau Dr. Amatscha, mit einer Frage mit Blick auf Ihre Institution. Vielleicht können Sie noch mal zwei, drei Sätze sagen, auch zu Da Migra, was sich dahinter als Migration für Migrantinnen versteckt, in Anführungszeichen. Und vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht kurz schildern, wie hat sich denn die Gesellschaft verändert mit Blick auf den Stand der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, auch in der Wahrnehmung der Migrantinnen? Ja, herzlichen Dank für die Einladung, die ich sehr gern gefolgt bin hierhin. Der Dachverband der Migrantinnenorganisation ist tatsächlich ein Dachverband von Frauen, also Migrantinnen in Deutschland, nicht Migranten, plural Männer und Frauen, sondern nur von Frauenorganisationen. Wir sind ein
Dachverband, der bundesweit unabhängig von jeglichen ethnischen Herkunft, religiösen Herkunft, sozialen Herkunft sozusagen unabhängig sind und für alle Frauen, alle Migrantinnen, die in dieser Gesellschaft sind, und zwar Migrantinnen, die sich selber als solche tatsächlich auch definieren. Also auch solche Frauen, die in dem Genderforschung wird sehr, sehr gerne auch so von Frauen of Color, also auch Frauen, die beispielsweise schwarze Deutsche sind, die eben von Rassismus, Diskriminierungserfahrungen haben, auch diese Frauen sind selbstverständlich auch willkommen und auch in unserer Organisation, Dachorganisation organisiert. Ihre Frage vielleicht, ich weiß nicht, wie sich die Gesellschaft verändert hat, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich kann nur aus meiner Sicht und aus der Sicht von Dachverband der Migrantinnen eben sagen, wie wir das sehen und wie die Situation von unterschiedlichsten Migrantinnengruppen hier in Deutschland ist. Ich glaube, man muss ein bisschen zurücksetzen, weil geflüchtete Frauen ist nur ein kleiner Teil, die hier hingekommen sind, also auch gerade jetzt seit letztem Jahr. Migrantinnen als solche ist natürlich, wenn man bedenkt, es sind ungefähr 18 Millionen Menschen, die mit Migrationsgeschichte hier in Deutschland leben, ein sehr großer Teil auch dieser Gesellschaft. Mittlerweile in dritte, vierte Generation, die hier geboren, aufgewachsen sind und trotzdem, trotz die sozusagen hier geboren sein, aufgewachsen sein, nach wie vor auch ihnen aufgrund irgendwelche phänotypischen oder eben aufgrund Akzente oder Namen oder wie auch immer zugeordnet wird, dass sie eben nicht zu der hiesigen Gesellschaft gehören und aufgrund dessen eben auch diskriminiert werden, generell sozusagen zu diesen Merkmalen. Hinzu kommt natürlich, dass Frauen, und deswegen sind auch bei diesen Geschichten sind auch Männer betroffen, aber Frauen werden eben weltweit und auch hier in Deutschland selbstverständlich aufgrund eben ihres Geschlechtes, ne? Das Geschlecht ist eins der Merkmale, weshalb sie eben diskriminiert, benachteiligt, ausgegrenzt werden. Und kommt jetzt dieses Phänomen der Migration oder zugedachte Migration sozusagen, dazu werden sie eben mehrfach diskriminiert. Und das ist etwas, worauf eben der Dachverband tatsächlich versucht, darauf hinzuweisen und darin eben auch die Interessen eben dieser Frauen zu stärken und sie hier im Bilde zu setzen, auf der Bundesebene mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu reden, damit diese Rahmenbedingungen diesbezüglich eben besser werden und stärker werden. Vielen Dank. Ich will das Thema des Wertes der Gleichberechtigung für eine gelungene Integration noch mal so ein bisschen hinterfragen. Frau Professor Schröter, ja, welchen Wert hat denn die gelungene oder für eine gelungene Integration auch das Thema Gleichberechtigung und Wahrnehmung der Rechte, die man hat als Frau? Ja, ich würde sagen, es hat einen ganz zentralen Wert. Möglicherweise ist die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter, also von Männern und Frauen, Jungen und Mädchen, die zentrale Frage der Integration. Ja, wir sehen, dass nicht durchgesetzte Gleichberechtigung auf vielen Ebenen zu großen Problemen führt. Auf der einen Seite natürlich, wenn Frauen nicht partizipieren, wenn Mädchen nicht gleichermaßen Chancen eröffnet werden wie Jungen, dann können diese Frauen und Mädchen eben ihre Rechte nicht wahrnehmen und stehen auch der Gesellschaft mit ihren Kompetenzen gar nicht zur Verfügung. Das Zweite ist, vielfach sind die Frauen ja diejenigen, die die Kinder heranziehen, und eine Mutter, die schlecht gebildet ist, kann eben auch ihren Kindern nicht entsprechend Unterstützungsleistung zukommen lassen, damit die in der Schule wiederum einen guten Abschluss machen. Wir haben auch in der dritten Generation unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund in einigen Gruppen noch ganz starke Benachteiligung von Kindern, weil eben dort auch die Mütter nicht in der Lage sind, ihre Kinder entsprechend zu begleiten, weil ihnen aufgrund der patriarchalischen Familienstruktur nicht gestattet wird, gleichermaßen wie andere Frauen eben sich zu bilden und berufstätig zu sein, zu partizipieren, gleichberechtigt in der Gesellschaft. Darüber hinaus würde ich sagen, auch für Männer und Jungen ist es absolut wichtig, wenn sie sich hier integrieren wollen, wenn sie hier gleiche Chancen haben wollen, dass sie unsere Standards von Gleichberechtigung annehmen. Ich habe mich stark auseinandergesetzt mit den ganzen Ereignissen der Silvesternacht und auch von vielen Folgeereignissen, wo junge Männer
aus patriarchalischen Kulturen offensichtlich nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten, wie man sich hier benimmt, sage ich mal, ganz schlicht und ergreifend. Solche Männer und Jungen haben hier natürlich schlechtere Chancen, weil sie ständig anecken, weil sie möglicherweise kriminell werden, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wie man hier durchs Leben geht. Und ich denke, auf beiden Seiten, sowohl das Empowerment von Frauen und Mädchen, muss uns ein großes Anliegen sein, damit wir nicht immer in der dritten Generation noch sagen müssen, ja, da gibt es große Unterschiede, sondern damit Frauen und Mädchen eben auch mit Migrationshintergrund die gleichen Chancen haben und auch junge Männer oder Männer überhaupt nicht permanent auffallen als Störenfriede, als diejenigen, die hier die Ordnung nicht akzeptieren. Und die Frage ist natürlich, wie macht man das? Das ist ja der entscheidende Punkt. Und da würde ich ein bisschen unterscheiden wollen zwischen denjenigen, die jetzt neu bei uns sind als Geflüchtete und denjenigen, die schon in der zweiten, dritten Generation da sind. Bei Geflüchteten würde ich sagen, ist es absolut essentiell, dass Frauen Schutz gewährt wird, Mädchen Schutz gewährt wird, damit sie sich entwickeln können, ganz egal, ob der Ehemann sagt, meine Frau muss eben nicht in die Schule gehen, muss nicht lesen und schreiben, die muss nicht Deutsch lernen. Doch würde ich sagen, da ist der Staat in der Pflicht, die Politik in der Pflicht, den Frauen und Mädchen eben zu garantieren, dass sie hier gleichermaßen partizipieren können, dass sie hier Bildung erwerben können, dass sie hier ein autonomes Leben leben können. Weiterhin muss auch Männern und Frauen natürlich gesagt werden, wie unsere Gesellschaft läuft. Und wir haben das ja jetzt schon gehört, auch in der Keynote, dass solche Dinge wie ja, Männer in einer Aufnahmeeinrichtung, die sagen, die Frauen, bei uns redet man nicht, reden Männer nicht mit Frauen oder fremde Männer reden nicht mit unseren Frauen. Da muss man einfach sagen, wir haben bestimmte Prinzipien in unserer Gesellschaft und die sind gar nicht verhandelbar. Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen selbstbewusst sagen, wir haben hier etwas erreicht in der Gesellschaft für Frauen und für Männer, dass wir partnerschaftlich miteinander umgehen, dass hier kein Geschlecht über das andere herrscht. Und das ist ein Wert, den wir auch weitergeben an all diejenigen, die zu uns kommen. Und das ist etwas, wofür man sich entscheiden muss, wenn man hier bei uns lebt. Das ist keine Option, die man teilen kann oder man kann es lassen, sondern das halte ich für eine Grundvoraussetzung, damit Integration überhaupt möglich ist. Dann darf ich nur kurz nochmal nachfragen, wenn Sie unterscheiden, die Familien liberal säkularisiert schon sozusagen, die länger in Deutschland, die in der dritten Generation in Deutschland, wo man eigentlich dachte, dass dann die jungen Mädchen dieses Thema Gleichberechtigung so internalisiert haben, dass es gar nicht mehr zum Diskurs steht. Und das vergleichen mit eher wieder radikaleren Tendenzen, die jetzt merklich auch sichtbarer auftauchen, zu sagen, ist es denn so, dass man auch bei den Frauen in der Wahrnehmung dieses Themas Gleichberechtigung unterscheiden muss? Oder ist es auch so, dass diejenigen, die traditionell religiös wirken, das Thema Gleichberechtigung aber auch sozusagen als inneres Thema irgendwie erkennen? Oder ist es so, dass das komplett für die keine Rolle spielt, für die jungen Mädchen? Ja, für die Mädchen spielt es durchaus eine Rolle, aber sie sind hin und her gerissen, selbst in der dritten Generation. Also mein Spezialgebiet sind ja Muslime in Deutschland, Muslime und Musliminnen in Deutschland. Und da kann man sagen, dass es gibt eine fundamentalistische Erneuerungsbewegung im Islam und die gibt es weltweit, nicht nur bei uns, aber eben auch bei uns. Und die kommt daher auch mit einem patriarchalischen Geschlechterbild, damit, dass Frauen am besten zu Hause bleiben, vor allem sich nicht mit Männern in der Berufswelt oder auch ja, schon in der Schule mischen, sondern das Ideal ist eine starre Geschlechtertrennung und Sie wissen ja alle, wer dabei auf der Strecke bleibt bei einer starren Geschlechtertrennung, dann sind eben nicht die Frauen diejenigen, die die guten Abschlüsse machen, obwohl wir wissen, dass Frauen oder Mädchen oftmals bessere Abschlüsse machen als die Jungen, aber wenn man sie eben mit Gewalt daran hindert und sagt, mit 16 heiratest du jetzt eben, dann wirst du in die Heimat geschickt und da haben wir auch schon jemand, den du heiratest und dann ist die Ausbildung gelaufen, dann ist auch das weitere Leben gelaufen. Diese Geschichten haben wir durchaus immer noch, auch eben in der dritten Generation von Menschen mit Migrationshintergrund,
befeuert einerseits durch patriarchalische Strukturen, die in den Herkunftsfamilien immer noch wirksam sind, wo die jungen Menschen sich komplett zerrissen fühlen zwischen den Anforderungen unserer Mehrheitsgesellschaft und ihrer Herkunftsfamilien, aber auch jetzt als neuem Faktor durch eine patriarchalische Auslegung des Islam, der auch wieder in die gleiche Richtung geht und sagt, Frauen sind von Gott ja eigentlich so geschaffen, dass sie hauptsächlich für Haus und Kinder und Ehemann prädestiniert sind, aber weniger für den öffentlichen Raum, in dem man dann auch noch mit fremden Männern zu tun hat, was ja ohnehin ja, aus moralischen Gründen wenig wünschenswert ist. Und auch da, denke ich, muss man sich Gedanken machen, wie kriegt man das hin, dass Mädchen eben dann nicht mit 16 von der Schule abgehen, sondern dass sie in der Schule wirklich die gleichen Chancen haben wie alle Mädchen, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln können und dass sie ja, Abitur machen, studieren können, dass sie tatsächlich auch ein selbstbestimmtes Leben leben können, selbst wenn das jetzt die Eltern anders für Sie vorhaben. Vielen Dank. Das ist ja schon längere Zeit debattiert, auch sozusagen in der politischen Öffentlichkeit hier in Deutschland. Ich frage mal unsere Integrationsbeauftragte, aus deiner Sicht, wenn man mal so jetzt so einen Statusreport macht, was hat man schon erreicht und vor allen Dingen, was muss man noch erreichen, mit Blick auf die Eskalation in der Debatte 2016, aber wie gesagt, wir machen schon länger, aus deiner Sicht kurz oder auch aus Sicht der Fraktion, was ist schon gut auf dem richtigen Weg und wo sind noch Handlungsoptionen, die wir angehen müssen? Ja, sehr gerne. Also es wurde schon sehr vieles Richtiges gesagt und ich denke, man muss tatsächlich diese Unterscheidung machen zwischen den Menschen, die seit Jahrzehnten zu uns kommen und den Menschen, die jetzt aktuell neu zu uns gekommen sind, eine Gruppe, größere Gruppe aus dem sogenannten arabisch-muslimischen Kulturraum. Und wir können schon sehen, dass wir seit 2005 strukturell die Integrationspolitik in diesem Land gestaltet haben. Und dazu gehören auch frauenspezifische Frauenkurse, dazu gehören Orientierungskurse, also die Weichen für auch eine Wertebildung, wenn man so will, haben wir mit diesen Kursen belegt. Dennoch, das können wir leider oder müssen wir leider auch feststellen, gibt es immer noch Menschen in der dritten und vierten Generation, die hier in Deutschland leben, die auch aus dem nicht-muslimischen Kulturkreis kommen, die leider immer noch nicht angekommen sind bei uns hier in Deutschland. Und eben wurde die Frage gestellt, wann ist man eigentlich integriert oder angekommen? Wenn wir uns die Bildungszahlen anschauen, dann sehen wir beispielsweise, dass unter den italienischen Jungs die größeren Bildungsverlierer sind, gerade bei den jungen Menschen, als bei den türkischen Mädchen, was man ja erstmal so auf den ersten Blick annehmen könnte. Wir sehen, dass es einen Riesenschritt gibt zwischen der Herkunftsgeneration der sogenannten Gastarbeiterkinder und der Folgegeneration der Kinder dieser sogenannten Gastarbeiterkinder, deren Bildungsaspiration sehr, sehr hoch ist nach den Studien, die wir haben, und eine doppelte Anzahl derer gehen an Hochschulen. Ja, also wenn die Eltern ohne jeglichen Schulabschluss nach Deutschland gekommen sind, haben diese Kinder diesen Riesenschritt geschafft und sind an die Hochschulen gekommen. Verglichen mit der Gesamtzahl ist es immer noch niedrig. Also das heißt nicht, dass wir das erreicht haben, aber wenn wir vergleichen, aus welchem Status sie kommen und wohin sie es geschafft haben, dann können wir doch sagen, dass unser Bildungssystem, auch unser Ausbildungssystem großartig sind und dass Deutschland tatsächlich auch ein Land der Chancen ist, wenn man die Sprache beherrscht, wenn man erfolgreich an Schule ist. Dennoch gibt es Probleme und wir haben heute ja auch das Thema Werte und Integration angesprochen. Dazu möchte ich auch gerne sagen, wir wissen eigentlich im Moment noch nicht so viel über die Menschen, die in unser Land gekommen sind, gerade auch was ihre Haltung zur Gleichberechtigung ist. Dafür ist es noch viel zu früh. Es gibt noch nicht lange und ausführliche Studien. Es gibt einige qualitative Umfragen, die uns zeigen, dass den geflüchteten Menschen, und viele sind ja vor
Krieg und Vertreibung geflohen und vor dem IS, dass denen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, dass das ein hohes Gut für sie ist. Da sagen sie alle eindeutig, das ist etwas, was wir auch sehr an Europa und gerade auch an Deutschland schätzen. Sie sind auch sehr dankbar, was die Willkommenskultur in Deutschland angeht. Wenn es aber um die Geschlechterverhältnisse angeht, also wenn es darum geht, würdest du denn auch erlauben, dass ihre, oder würden sie erlauben, dass ihre Frau einen Deutschkurs geht und dass sie arbeitet, da gibt es dann einen großes Gap. Also da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen dieser starken Demokratienähe im ersten Moment, aber wenn es dann darum geht, ob diese Frau dann wirklich selbstständig lernen und arbeiten soll, das ist tatsächlich eine große Lücke. Und da sehe ich als Politik einen großen Handlungsbedarf. Ich glaube, dass wir mit den Integrationskursen, wie gesagt, die wir seit 2005 haben, wir integrieren ja auch nicht zum ersten Mal in Deutschland, dass wir da die wichtigen Weichen gelegt haben. Wir haben auch Kurse, wo Kinderbetreuung ist, aber sie ist eben noch nicht ausreichend und wir haben immer noch nicht ausreichend Kurse, um diesen Bedarf zu decken. Und was die Wertedebatte angeht, auch da haben wir im neuen Integrationsgesetz gesagt, dass wir mehr Stunden für Orientierungskurse haben müssen, um diesen Menschen, die dort lernen, tatsächlich zu sagen, wie unser Wertesystem hier funktioniert, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, dass wir Minderheiten, christliche Minderheiten auch aus deren Ländern achten, dass sie gleichberechtigt sind, dass sie gleich behandelt werden müssen. All diese Themen werden in diesen Kursen behandelt. Mittel- und langfristig glaube ich aber, dass eine Stärkung und Unterstützung von Frauen, auch in Deutschland, nur gelingen kann durch eine gute Jungenarbeit. Und das haben Sie, Professor Schröter, sehr gut gesagt. Wir haben heute noch in Deutschland Milieus, wo Ehre, Ehrkultur, bestimmte Männerbilder immer noch eine sehr große Rolle spielen. Das sind häufig junge Männer aus sozial unteren oder schwachen Schichten. Und ich glaube, dass wir diese Spirale, ja, also diese weitergehende Spirale auch in den Folgegenerationen nur dann unterbrechen können, wenn wir flächendeckend wirklich durch gute Schulsozialarbeit, durch flächendeckende Projekte eben für Männer, die sich mit diesen Themen Erkultur beschäftigen und aber natürlich, wenn wir nicht in den Moscheen auch dieses Thema aufgreifen und also die muslimischen Communities und Gemeinden selbst dieses Thema als Problem anerkennen und aufgreifen, dann werden wir diese Spirale tatsächlich nicht unterbrechen können. Darf ich nachfragen, brauchen wir denn, um auf dieses, wir sprechen viel über Kultur, sprechen wir über das Lieblingsthema der Leitkultur. Aus deiner Sicht brauchen wir eine Leitkultur, um auch gerade diesen Frauen zu helfen, über die Jungs und sozialer Status, da können wir ja gleich nochmal einen Satz verlieren, aber brauchen wir die Leitkultur? Und wenn ja, sozusagen, wie muss sie im Kern aussehen? Also ich bin absoluter Fan einer Leitkultur. Ob man das jetzt Leitkultur nennt oder Wertedebatte nennt oder einen Wertekanon nennt, an den sich alle halten, darüber kann man ja streiten. Aber ich bin der Auffassung, dass jedes Einwanderungsland eine Leitkultur braucht oder etwas Ähnliches. Eine Leitkultur, die außer dem, was schon im Grundgesetz natürlich festgelegt ist und unser Kompass ist, eben bestimmt, wie wir in dieser Gesellschaft zusammenleben wollen. Es gibt nämlich leider auch außerhalb der Migrantenmilieus und Communities Milieus in unserem Land, die unser Grundgesetz ablehnen. Und deshalb müssen wir eine Leitkultur entwickeln, wo alle Demokratinnen und Demokraten, und dazu gehören eben auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in diesem Land leben, ihre Steuern zahlen, ihre Kinder großziehen, alle gemeinsam diese Punkte festlegen, wie wir zusammen leben wollen, wie wir Deutschland gestalten wollen, wie wir denjenigen, die noch nicht die gleichen Chancen haben, auch diese gleichen Chancen geben wollen. Vielen Dank. Dann greife ich mal diese Erwartungshaltung auch auf von jungen, insbesondere jungen Migrantinnen, und will Frau Matscher noch mal fragen, zu sagen, wie ist denn die Erwartungshaltung dieser Person auch an die deutsche Gesellschaft? Also was erwarten junge Migrantinnen auch von uns sozusagen als Gesellschaft, was wir bieten können, damit das Thema Integration, damit die Integration besser gelingt? Ich glaube, vielleicht fangen wir eben mit dem Thema Integration an. Ich glaube, das Allerwichtigste in dem Kontext ist, dass Integration ein eher mehrdimensionales, ein gegenseitiger Prozess ist, der ohne ein inklusives
Gedanke der Aufnahmegesellschaft gar nicht funktionieren kann. Das ist ein Prozess, der tatsächlich auch über mehrere Generationen gehen kann. Und Frau Yusufi, Sie haben zwei Themen angesprochen, die mir sehr am Herzen liegen und die sehr wichtig sind. Das eine ist diese Geschichte um Werte, Gemeinschaft. Ich glaube, selbst wenn wir überhaupt keine Zuwanderer und Zuwanderinnen hätten und selbst wenn wir gar keine geflüchteten Menschen hätten in dieser Gesellschaft, selbst wenn wir nur alle hundertprozentig sogenannte Biodeutschen wären hier in dieser Gesellschaft, ich glaube nicht, und dessen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir gleiche Werte alle hätten. Sie haben angesprochen, Milieus, unterschiedliche Kontexte angesprochen. Das, worüber wir diskutieren sollten und was sehr wichtig ist, weil mir ist mittlerweile egal, ob sozusagen, und das zu Demokratien gehört dazu eben, dass sehr unterschiedliche Meinungen und Debatten laufen können und sollten und sehr unterschiedliche Ansichten oder auch politische Ansichten sein können. Aber was minimalste ist, was total wichtig ist, dass tatsächlich eine Regelgemeinschaft ist, dass es Regeln sind, die wir auch und die unsere Verfassung gibt es ja vor, dass diese Regeln für alle gelten, und zwar für alle unabhängig von irgendwelchen Herkünften, Religionen, sozialen Zugehörigkeiten oder sonstige Zugehörigkeiten, dass diese Regeln, die wir alle akzeptieren müssen und zu akzeptieren haben, denen wir uns zu beugen haben, dass ein Mensch einen anderen Wert haben kann oder Wertevorstellung haben kann als ich, geschenkt ist so halt im Leben und dann kann man darüber reden und diskutieren. Er muss oder sie muss nicht meinen eigenen Wert haben. Ne? Wer bin ich, der moralisch über andere sozusagen entscheiden und herziehen kann? Aber die Regeln, unter denen wir gehen können, ne? Die Regeln, die unser Zusammenleben, unser gesellschaftliches Zusammenleben bestimmen, das ist wichtig, dass die klar sind, dass die von uns allen akzeptiert werden und dem wir zu fügen haben. Das ist eins, das ich sehr wichtig finde. Das andere ist, unabhängig von dem, dass wir jetzt bei den Geflüchteten, wie gesagt, das ist im Grunde genommen ein ganz kleiner Ausschnitt, der es ausmacht, dass diese Menschen da dahergekommen oder hier sind. Wir versuchen auch hier mit Menschen, die bereits länger hier leben, Damigra versucht das zum Beispiel über diese Migrantinnen zu aktivieren und sie als Mutmacherinnen und Brückenbauerinnen tatsächlich auch zu, deren Potenzial auch für die hiesige Gesellschaft zu nutzen, eben auch die Migrantinnen, die neu dazukommen, zu integrieren. Aber ich glaube, bei dieser Integrationsdebatte ist eins wichtig. Das heißt, auch eine offene und ehrliche Debatte auch der Mehrheitsbevölkerung darüber, was wir für eine Gesellschaftsform haben. Also wir sind und wir werden keine homogene Gesellschaft sein, sondern eine sehr heterogene Gesellschaft. Und das Sehen und das Anerkennen von dieser Heterogenität, nämlich dass tatsächlich diese Heterogenität und diese Vielfalt als wertschätzend, nicht nur wertschätzend anerkannt wird, sondern auch man versucht in diesen Wertschätzung auch sehr gewinnbringend für alle einzubringen. Und diese Wertschätzung, den man Menschen entgegenbringen kann, also ein Mensch und ein Großteil, für Yusufi, Sie haben gesagt, obwohl sie sozial oder bildungsfern waren, sind ein Großteil der Menschen, die geschafft haben, Abitur zu machen, die einen sehr guten Bildungsabschluss haben. Schauen Sie uns mal die an. Wo sind sie? Und welche Chancen haben sie tatsächlich? Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes selber, und das waren nicht irgendwelche Migrantenverbände, bringen ja jährlich irgendwelche Studien heraus, die eben aufgrund Menschen, die aufgrund des Geschlechtes, der Name, der Herkunft nach wie vor heftig diskriminiert werden, die eben keine Chancen haben zu Arbeitsmarktzugang und so weiter. Also fragt sich der einfache Mensch, der auch der jetzt kommt, warum soll ich dann wirklich mich bilden lassen? Warum soll ich gut in der Schule sein? Ist doch völlig egal, ob ich gute Abschlüsse habe oder nicht Abschlüsse. Ich habe keinen Chancenzugang. Ich glaube, über diese Form müssen wir auch ganz stark und sehr offen reden. Wo und wie schaffen wir tatsächlich Zugänge für eben alle Menschen, die hier leben, unabhängig von irgendwelchen Herkünften, Chancengleichheit, Inklusion in diese Gesellschaft, antidiskriminierend zu wirken, dass tatsächlich Menschen sich hier wohlfühlen und dass sie für uns, für die gesamtgesellschaftlich tatsächlich gewinnbringend einzusetzen. Vielen Dank. Professor Schröter, ich will das nochmal aufgreifen, was unser Integrationsbeauftragte sozusagen gerade festgestellt hat, sozusagen die Fragestellung sozialer Status und dann auch Themen wie Werte und Wahrnehmung von Werten. Bevor ich gleich zur Aufgabe des Staates komme und zu möglichen Partnern, das Thema Gleichberechtigung auch umzusetzen. Aus Ihrer Sicht, Sie haben ja viel geforscht, auch sozusagen mit verschiedenen Ausprägungen von Religiosität. Ist es so, dass diese Frage sozialer Status und die Frage Ablehnung der Gesellschaft, auch des Themas Gleichberechtigung, unmittelbar zusammenhängt? Das heißt also, wenn man überlegt, wie kann man
das Thema Gleichberechtigung, gleiche Rechte von Frauen und Männern verwirklichen, dass man auch immer darauf kommen muss, auf Bildung, auf den sozialen Status und dass sozusagen das noch verstärkend ist. Aus meiner subjektiven Wahrnehmung als ehemaliger Lehrer kann ich sagen, das würde ich mal so sagen, nicht wissenschaftlich bewiesen. Das ist so, dass sich das sozusagen hochschaukelt, auch noch die Verlierer, die keinen Abschluss kriegen, sind auch noch diejenigen, die dann irgendwann radikalisiert werden. Da die Fragestellung sozusagen, ist das so belegt, dass man sagen kann, auch das Thema Gleichberechtigung ist ein Thema, wo der soziale Status wirkt, auch einer gewissen Gruppe, eines gewissen Milieus. Selbstverständlich. Wir haben eine deutliche Korrelation. Also wenn wir jetzt anschauen, jugendliche, männliche Verlierer, dann sind das Jungen oft aus patriarchalischen Familien, die Ideen wie die Ehre der Männer, die dann darin liegt, dass sie ihre Schwestern kontrollieren oder ihre Mütter kontrollieren oder ihre Ehefrauen kontrollieren, hat etwas zu tun mit schlechtem sozialem Status, mit einer schlechten Integration in den Arbeitsmarkt. Also von daher hängen diese Bereiche alle zusammen. Es hängt zusammen, ob jemand partizipieren kann, gleichermaßen wie andere an unserer Gesellschaft und ob jemand die Voraussetzungen dafür mitbringt. Also ich sage mal ein Beispiel. Wenn eine junge Frau sagt, also ich kann nur einen Job annehmen, wo ich nicht mit Männern zusammenarbeite, dann ist es eine enorme Einschränkung und wird vermutlich nicht dazu führen, dass diese junge Frau eine große Karriere macht. Und da gibt es eben einige Verhinderungsgründe jenseits der Diskriminierung, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Ich glaube, das ist aber eher das Thema des nächsten Panels, Integration auch in den Arbeitsmarkt. Aber ich beschäftige mich eben auch mit Problematiken, die aus kulturellen Milieus selbst herauskommen, die verhindern, dass junge Frauen, aber auch junge Männer gleichermaßen partizipieren, weil sie sich selbst im Weg stehen mit ihrem Gepäck, das sie eben aus der Herkunftsfamilie auch mitbringen. Und vielleicht nochmal zurück ein Stück weit zu den Werten, auch nochmal ein Stück weit eine Entgegnung auf Sie. Pluralität ist sicherlich eine sehr fruchtbare Sache, allerdings ist es kein Wert für sich. Pluralität alleine bedeutet ja noch nichts. Der eine sagt, Frauen müssen gehorsam sein und der andere sagt, Frauen sollen selbstständig sein. Da muss man natürlich irgendwo auch sagen, was meint denn unsere Gesellschaft? Und ich halte es für richtig, wenn man einen Kanon an Grundwerten hat, die vermittelt werden auch in der Schule an alle, damit man das nicht jeden Tag wieder neu diskutieren muss, damit man nicht jeden Tag als Lehrerin neu diskutieren muss, ist es denn jetzt richtig, dass diese Schülerin nicht mit Schwimmen geht oder bin ich tolerant genug, dass ich das akzeptiere? Also ich glaube, um ein bisschen Stress aus dieser doch sehr schwierigen und anstrengenden globalisierten Gesellschaft herauszunehmen, wäre es sicherlich von Vorteil, wenn wir einen verbindlichen Grundkanon hätten. Der buchstabiert das Leben des Einzelnen nicht bis ins Detail durch, definitiv nicht. Aber es ist doch etwas, worauf man sich verständigen kann. Und da ist natürlich das Grundgesetz eine gute Leitlinie, aber ich glaube nicht, dass es reicht, ja, zu sagen, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, ist ein bisschen abstrakt. Wenn man das dann, man kann es auch nochmal runterbrechen auf bestimmte Bereiche und das muss man auch machen, damit alle wirklich, und das ist eine Frage der Gerechtigkeit, damit jeder weiß, auf was er sich hier einlässt und jeder weiß, sie hat wirklich die gleichen Rechte. Und da muss man nicht verhandeln. Und da spielt es keine Rolle, welche Religion jemand hat. Und es spielt auch keine Rolle, aus welcher Kultur jemand kommt, sondern jeder Bürger und jede Bürgerin in Deutschland muss die gleichen Rechte haben und muss sie durchsetzen können. Vielen Dank. Ich komme mit wehenden Haaren, Blick auf die Zeit, sozusagen in die letzte Runde und will deshalb kurz nochmal nachfragen, ja, aber wer ist denn sozusagen der Partner? Haben wir eigentlich immer die richtigen Partner, die wir dafür ansprechen? Also sagen, staatlich zu obstruieren, das ist jetzt so, das ist klar, das muss ein bisschen mehr sein. Aus Ihrer Sicht, Sie haben schon gesagt, was muss der Staat leisten, was könnte der Staat leisten? Und auch die Frage nochmal, mit welchem Partner auch sagen, wie kann man das sozusagen noch etwas vertiefter verinnerlichen? Ja gut, da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Also eine meiner Lieblingsebene, die ich immer wieder anführe, ist natürlich die Schule. Es hat etwas mit Erziehung zu tun. Wenn man
in der Schule darauf achtet, dass Wertevermittlung eben auch ein Thema sind, nicht nur Mathematik und Fremdsprachen, dann hat man die Möglichkeit, unabhängig auch von der Herkunft der Kinder und Jugendlichen, bestimmte Dinge zu sensibilisieren und vielleicht auch klarzumachen, dass es etwas Gutes ist, gemeinsame Werte zu haben. Wenn wir jetzt in den Bereich gehen der neu zu uns gekommenen, der Geflüchteten, auch da kann man natürlich sagen, Integrationskurse sind wunderbar, wenn sie dann auch allen zur Verfügung stehen und jeder und jede soll lernen, was bei uns tatsächlich gelebt werden kann und was eben auch nicht. Aber man sollte auf der einen Seite sicherlich aufklären, aber man sollte auch einfordern, dass Regeln nicht überschritten werden. Und da hat der Staat ja durchaus Möglichkeiten auch zu sagen, wer sich partout nicht an das hält, was hier Konsens ist, der hat eben auch Nachteile bei der Bearbeitung von Asylverfahren oder bei Privilegien, was jetzt Bildung oder Aufnahme in den Arbeitsmarkt betrifft. Also auch da würde ich sagen, fordern und fördern. Natürlich mit einer grundständigen Aufklärung und Informationsvermittlung, damit alle wissen, das sind hier unsere Regeln. Aber wenn jemand sexuell übergriffig wird, dann ist das eben nicht die beste Garantie dafür, dass er hier bleiben kann, beispielsweise. Wir hatten davor ab schon diskutiert, sexuelle Gewalt ist natürlich ein Thema, das nicht nur etwas mit Migration oder Flucht zu tun hat. Das ist ja ein schöner Anlass, dass wir das mal grundsätzlich diskutieren. Das begrüße ich natürlich sehr. Aber im Falle der Integration ist das eben auch ein Punkt. Ja, stimme ich hinzu, aber eben, wie wir auch schon vorab diskutiert haben, und sexuelle Gewalt oder auch Gewalt gegen Frauen ist ein Urthema. Also das ist nicht etwas, was mit Migration zu tun hat. Die, Gott sei Dank, gibt es ja fast jedes Jahr irgendwie auch von der Frauenministerium hier das Kompendium, was wirklich den Gewalt gegen Frau angeht. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass Anfang dieses Jahres etwas Tolles dazu veröffentlicht wurde, dass jede vierte Frau in Deutschland von Gewalt betroffen ist. Ich habe persönlich 5 Jahre in einem Frauenhaus gearbeitet und 95% der Frauen zu diesem Frauenhaus kamen, waren nicht Migrantinnen, sondern deutsche Frauen. Und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Schichtzugehörigkeit oder ja, soziale oder Bildungszugehörigkeit, sondern Gewalt gegen Frau ist ein Thema in fast alle Gesellschaften. Ne? Das ist nicht etwas, was nur in muslimischen oder anderen Gesellschaften ist. Also muss man das Thema generell angehen. Insofern ist es auch, was mich bei dieser Debatte ja gestört hat, in diese Köln-Debatte ja gestört hat, dass es etwas war, dass man Rassismus und Sexismus durcheinander gebracht hat. Selbstverständlich sind wir gegen Sexismus und jede Frau, die tatsächlich und jeder Mann, der dagegen ist, muss das auch aussprechen. Aber in dem Moment, in dem man das instrumentalisiert und so tut, als ob das etwas ist, was eben diese barbarischen Männer, die aus den nordafrikanischen Staaten hier hinkommen und unsere Frauen anpassen und dann auch noch am besten die weißen Männer das sagen, die selber Gewalt an Frauen antun oder sexualisieren, das ist furchtbar. Also das ist etwas, was da muss man sehr klar differenzieren. Und da ist es total wichtig, selbstverständlich muss man dagegen vorgehen. Aber das andere ist genauso wichtig, und das macht zum Beispiel auch Damigra, die eigentlich seit 2 Jahren gibt erst, 2014 haben wir uns gegründet, durch die Unterstützung der Frauenministerium hier Ministerium hier. Was wir total toll finden, seit letztes Jahr machen wir zum Beispiel ein Projekt, das heißt Mut, seid mutig, machen mit Migrantinnen. Und es geht uns in diesem Projekt tatsächlich um Menschenrechtsbildung, weil Sie das Thema Bildung angesprochen haben. In der Tat, wir sind der Meinung, dass tatsächlich Menschenrechtsbildung Bestandteil in jede Schule sein muss. Das bedeutet doch gar nicht, weil wir Lehrerinnen und Lehrer haben, dass die selber, ich sage mal, nicht rassistisch sind, nicht sexistisch sind, tatsächlich sozusagen gleichwertig die Kinder erziehen. Also wir müssen an der Ausbildung eben dieser Pädagogen einerseits ansetzen, auf der anderen Seite tatsächlich das Thema Menschenrechtsbildung etablieren. Es muss ein Bestandteil tatsächlich der Schulen sein. Wir merken das eben auch, wenn wir jetzt schon sagen, durch Menschenrechtsbildung als Empowerment für Frauen, ne, sie zu ermächtigen, sie in die Lage zu setzen, dass sie das machen können. Sie haben sehr herzerreißend beispielsweise über die jesidische Frauen berichtet, die eben geschleppt wurden und nach wie vor sozusagen auch Teil eben in Gefangenschaft sind und auch tatsächlich wie Sklaven verkauft werden und missbraucht werden.
Wir haben letztes Jahr, wenn Sie sich erinnern, eine junge jesidische Frau, die geflohen war, von diesem IS hier hingekommen ist, weil wir die Strukturen hier nicht hatten. Auch eben die Frauenhausberatungsstellen zwar geholfen haben, aber eben die Sensibilität nicht hatten, in der Form zu führen. Diese jesidische Frau, junge Frau, ist mit 20 Jahren hier sozusagen erschossen worden, aufgrund der Ehre. Was machen wir dagegen? Wie gehen wir damit vor? Das heißt, es gibt eine Unzahl von Themen und Baustellen, an denen wir parallel arbeiten müssen. Und ich gebe Ihnen recht, in der Tat, in der Schule muss es ein Thema sein, Erziehung, Schule und Bildung, aber tatsächlich mit dieser Menschenrechtbrille. Vielen Dank. Dann zu guter Letzt darf dann die Integrationsbeauftragte das Regierungsprogramm 17 bis 21 schon mal verkünden in diesem Zusammenhang. Nein, aber kurz aus deiner Sicht sagen die wesentlichen Punkte auch, mit Blick auf die nächste Zeit, und dann springen wir schnell rüber zum nächsten Panel. Ja, sehr gerne, Markus. Ich mache es auch kurz. Ich möchte mal drei Punkte skizzieren, wo ich tatsächlich die wichtigen Handlungsfelder sehe. Der erste Punkt ist tatsächlich die Tatsache, wie stärken wir Frauen mit Einwanderungsgeschichte. Wir sehen, das wurde hier mehrfach gesagt, dass sie sowohl im Bildungsbereich, aber gerade auch was die Arbeitsmarktintegration angeht, sind sie stark benachteiligt. Und das auch trotz Abschluss und aber auch unter den Gruppen, die eben keinen Abschluss erwerben konnten. Und ich glaube, wenn wir eben keinen Schwerpunkt auf diese Gruppe legen, dann verlieren wir einen sehr großen Anteil von Menschen, die in diesem Land leben. Und das können und das wollen wir uns auch nicht leisten. Deswegen glaube ich, dass ein Schwerpunkt die Stärkung der Frauen mit Einwanderungsgeschichte sein muss. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass Deutschland schon seit langen Jahren ein Einwanderungsland ist. Unsere Schulen sind aber leider noch keine Einwanderungslandschulen. Das eine ist, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer leider mit der Aufgabe, mit Kindern mit hohem Migrationsanteil in den Schulen vollkommen überfordert sind. Wir müssen unsere Lehrerinnen und Lehrer in dieser Aufgabe stärken. Wir brauchen zudem Schulsozialarbeiter, die ganz viele soziale Konflikte, und wenn wir jetzt noch die Gruppe der traumatisierten jungen Menschen dazunehmen, dann ist irgendwann Unterricht gar nicht mehr möglich. Das heißt also, wir müssen in Schulen, in Bildung investieren, und da sind wir leider noch nicht so stark. Und als dritten Punkt, weil wir heute auch viel über Werte gesprochen haben, nur noch als dritten Punkt, aber nicht abschließend, sonst würde ich nämlich auch noch was zum Einwanderungsgesetz sagen, aber wir sind ja beim Thema Integration. Als dritten Punkt glaube ich, Frau Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hat das angesprochen, das Thema Islam. Dass Frankreich, aber auch andere Länder ganz neidisch auf Deutschland gucken, weil wir hier Strukturen entwickelt haben, die es in vielen anderen Ländern nicht gibt. Wir haben deutschsprachigen Islamunterricht an Schulen. Wir bilden Imame in Deutschland aus, damit sie hier arbeiten in Zukunft, weil wir einen Islam haben wollen in Deutschland, der auch in Deutschland ankommt. Ja, und ich glaube, dass das ein Punkt ist, also diese Strukturen weiter auszubauen, Musliminnen und Muslimen die Möglichkeit zu geben, in deutscher Sprache ihre Religion zu lernen, dass das ein ganz wesentlicher auch Bestandteil von Integrationspolitik ist, in dem wir schon gute Schritte gemacht haben, wo wir noch dranbleiben müssen. Und als Gesamtblick, es hat mir sehr gut gefallen, wie Sie die Situation von Traumatherapeuten beschrieben haben. Ich glaube, was das Thema Integration angeht, das ist und bleibt eine der wichtigen Aufgaben für uns, wird es auch in der nächsten Legislatur. Da müssen wir einfach ein bisschen kreativer und flexibler werden. Und da dürfen wir nicht sagen, das ist jetzt halt so, das haben wir jetzt immer so gemacht, sondern wir müssen auch flexible Angebote oder Ideen oder auch welche, die vielleicht nicht im Verwaltungsapparat, aber auch außerhalb in Start-ups oder auch in Unternehmen entwickelt werden und uns helfen können. Ich glaube, die müssen wir auch mit alle an den Tisch nehmen und auch mit den Migranten-Selbstorganisationen. Da möchte ich da Migra an dieser Stelle auch ausdrücklich loben. Die machen ganz großartige Arbeit. Die alle, diese ganze Kraft müssen wir nutzen, um diesen Prozess weiterzugehen. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit und meinen Mitdiskutanten für die interessante Diskussion. Wir springen eins weiter, wir springen jetzt in den Arbeitsmarkt, und ich darf sozusagen die Staffelübergabe an Nadine Schön vollziehen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Da der Markus Weinbach auch für die Fußballmannschaft hier im Bundestag verantwortlich ist, nehme ich mal den Ball auf
von ihm und versucht, den jetzt so ein bisschen im Spiel zu halten, vor allem die Aufmerksamkeit von Ihnen noch ein bisschen zu fesseln, was gar nicht leicht ist nach der langen und intensiven Debatte. Und ich habe auch gesehen, dass es noch ein paar Wortmeldungen gibt, also ist hier vorne angekommen. Die werde ich dann gleich in meiner Runde einfach mit aufnehmen und vielleicht erweitern Sie dann Ihre Aspekte noch um unser Thema. Ich darf ganz herzlich begrüßen drei Expertinnen, von denen ich sehr froh bin, dass sie mit uns diskutieren. Ich fange bei der Kollegin an, die am weitesten von mir weg sitzt. Frau Berin Altbeck ist Leiterin des Projektes MUM, Mütter und Migrantin motiviert im Job, so viele M's. Was das genau ist, wird sie uns später berichten. Ich darf ebenfalls begrüßen Frau Ainur Bolders Özdemir, die Gründerin und Geschäftsführerin der Forever Clean GmbH hier in Berlin. Das ist ein Unternehmen, die überwiegend Migrantinnen einstellt, sehr, sehr spannend. Und ich darf begrüßen Frau Heidi Holzhauser, die Leiterin des Kompetenzzentrums Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit. Also drei Expertinnen, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven berichten können zum Thema, wie denn Frauen mit Migrationshintergrund bei uns im Arbeitsleben ankommen. Und deshalb würde ich gerne allen dreien die Eingangsfrage stellen, für wie wichtig Sie es denn halten, dass Frauen auch im Erwerbs- und Arbeitsleben Fuß fassen. Und das können Sie vielleicht verknüpfen mit einer kurzen Schilderung dessen, was genau Ihr Projekt, Ihre Geschäftsidee bzw. Ihre Arbeit bei der Bundesagentur für Arbeit ist. Und wir beginnen mit Frau Albeck. Frau Schön, für die Einladung. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, ob wir das richtige Projekt eigentlich hier sind, weil es bei uns tatsächlich um Migrantinnen geht, die Mütter sind und Hochschulabschlüsse haben. Und angesichts der problematischen Situation der Frauen, die hier geschildert wurde, haben wir eine Luxus-Zielgruppe sozusagen. Aber nichtsdestotrotz ist unser Projekt das einzige Projekt bundesweit, was diese Zielgruppe hat, nämlich hochqualifizierte Frauen. Die sind auf der Suche tatsächlich und die brauchen Unterstützung. Und das hat Gott sei Dank auch unser Förderer so gesehen. Wir werden von dem Topf oder von dem Programm Stark im Beruf, Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein, des Bundesfamilienministeriums finanziert. Unser Partner ist BA, also Bundesagentur, unterstützt das Programm sehr. Es besteht auch ein Kooperationsvertrag und wir als Projekt arbeiten in Berlin. In Berlin gibt es noch zusätzlich drei Projekte, die aus dem Programm finanziert werden. Die haben eher niederschwellige Angebote für die Frauen mit Migrationshintergrund, die Kinder haben. Es ist so, dass wir in dem Projekt für unsere Teilnehmerinnen ein Kompaktpaket anbieten, dass wir halt mit Information und Beratung anfangen und dann mit Ziel- und Potenzialanalyse, da wir halt diese Frauen besser kennenlernen wollen, aber die sich selbst auch besser kennenlernen und sich ihre Ziele bewusst werden durch unsere Unterstützung. Da setzen wir natürlich unterschiedliche Methoden. Darüber will ich hier jetzt nicht viel erzählen. Und dann gibt es nochmal Unterstützung für die Frauen, wie die sich am Arbeitsmarkt besser präsentieren können. Also angefangen von Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen bis zum Zeit- und Selbstmanagement. Beruf und Familie muss ja auch unter einen Hut gebracht werden. Und diese Frauen haben Kinder, viele haben auch sehr kleine Kinder und kommen natürlich mit dieser Verpflichtung als Frau
nicht immer so recht. Und Selbstpräsentation ist natürlich auch ein Thema bei den Bewerbungsgesprächen und so weiter und so fort. Also diese Angebote werden sehr gerne angenommen von den Frauen. Wir haben im Moment im Projekt über 75 Frauen aus 40 unterschiedlichen Ländern. Und darunter sind auch Frauen oder Mütter mit Migrationshintergrund, die Geflüchtete sind, aber noch nicht so viele. Wir haben an so 5, 6 Frauen, die jetzt bei uns im Projekt sind, die allerdings nicht neu jetzt geflüchtet sind, sondern seit 4, 5, 6 Jahren schon hier sind und dementsprechend Deutschkenntnisse nachweisen können. Bei uns ist Deutschkenntnisse Niveau B2 Voraussetzung. Die müssen ja auch das Angebot verstehen können und in Anspruch nehmen können. Und ich denke, dass das jetzt in den nächsten, also unser Projekt wird bis Ende 2018 finanziert, mit Option auf Verlängerung. Das ganze Programm wird dann verlängert bis vielleicht bis Ende 20, dass wir bald, sehr bald, hochqualifizierte geflüchtete Mütter bei uns im Projekt haben werden. Da werden wir gleich von Frau Holzhauser bestimmt auch interessante Zahlen bekommen, auf die Sie sich dann schon mal einstellen können, wie viele dann zu Ihnen kommen. Frau Holzhauser, vielleicht ergänzen Sie gerade an der Stelle, was ist Ihre Aufgabe? Ja, zunächst, ich leite den Stab Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit. Und seit Jahren ist es eigentlich wirklich meine Aufgabe, Chancengleichheit, gleichstellungspolitische Themen umzusetzen. Und ich war viele Jahre als Beraterin, sowohl als Arbeitsberaterin wie auch als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, wirklich an den Menschen sehr nahe dran. Und ich habe immer erlebt, ja, wenn wir heute von gleichen Rechten von Frauen und Männern sprechen, dann hängt das immer damit zusammen, ob eine Frau oder auch ein Mann sich auch existenzsichernd ernähren kann, ob er sie in der Lage ist, eben wirklich ein eigenes Einkommen zu verdienen. Und wir haben heute sehr viel von Gewalt gesprochen, das mich sehr, sehr betroffen gemacht hat eben. Und es ist immer nur dann die Chance, wirklich dieses eigenbestimmte Leben gewaltfrei zu führen, wenn die Chance besteht, eben auch ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Und deswegen hat es mich zunächst auch sehr betroffen gemacht, gerade weil ich mich auch zusammen mit Frau Mühlbach vom Bundesfamilienministerium sehr stark die letzten Jahre mit Frauen mit Migrationshintergrund aufgrund dieser beiden Programme, zunächst Ressourcen stärken und dann eben stark im Beruf beschäftigt habe. Was ist passiert die letzten Jahre? Wir haben so viele Frauen, die zu uns kamen die letzten Jahrzehnte, in diesem Integrationsprozess nicht mitgenommen. Wir haben es vernachlässigt, den Frauen hier genau diese Chancen zu bieten, nicht in Schwarzarbeit oder in Minijobs zu arbeiten, sondern eben in existenzsichernder Beschäftigung oder sie waren gar nicht beschäftigt, wirklich zu Hause. Und dann hat sich diese Tradition fortgesetzt und hat dieses Rollenbild geschaffen, sowohl bei den Mädchen wie auch bei den Jungen. Und angenähert an diesem Programm hat es mich dann auch betroffen gemacht, dass als dann letztes Jahr diskutiert wurde über Flucht, was bedeutet das, war das zunächst nur männlich besetzt, wiederum nur männlich besetzt. Ich war bei 3 oder 4 Tagungen, wo ich zunächst mal gewartet habe, 2 Stunden, fällt irgendwann das Wort Frau und es ist gar nicht aufgetaucht. Und dann dachte ich mir wirklich, hier müssen wir ganz nah ansetzen. Und deswegen bin ich Ihnen auch sehr, sehr dankbar, dass Sie mit diesem Kongress, auch mit diesem wunderbaren Titel Frauen als Motor der Integration, hier Impulse setzen. Denn ich bin aufgrund der jahrelangen Erfahrung überzeugt davon, dass wir diese Frauen in Arbeit bringen können. Wir haben Zahlen, die das nachweisen.
Wir haben auch mittlerweile so viele Zahlen, dass wir wissen, natürlich sind noch nicht 50% Frauen und 50% Männer betroffen von Flucht. Es sind immer so in etwa 30-40% Frauen. Aber wenn wir heute gehört haben, was bedeutet es für Frau und Mutter, hier Erfahrungen zu sammeln, dann ist es von allerhöchster Bedeutung, dass wir uns dieses Themas annehmen. Und meine Kollegin hat jetzt gerade in diesem Berliner Projekt angesprochen, dass wir hier Akademikerinnen betreuen. Es gibt ja nicht nur diese 4 Projekte in Berlin, es gibt insgesamt 86 Projekte stark im Beruf in Deutschland. Da werden die Frauen quer durch alle Qualifikationsebenen betreut. Und ich bin der vollen Überzeugung, wenn wir verschiedene Themen angehen, dass wir auch die Chance haben werden, geringer qualifizierte Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn wir haben uns die letzten Wochen sehr intensiv auseinandergesetzt mit Arbeitswelt 4.0. Und wir haben überlegt, welche Tätigkeiten werden einen Aufwuchs erfahren. Und das sind ganz, ganz viele Tätigkeiten, die nicht substituierbar sind, sondern die eben genau diese Chancen eröffnen, auch für zunächst geringer qualifizierte Frauen oder aber für Frauen mit hohem Qualifikationsniveau, die aber keine Sprachkenntnisse besitzen und deswegen vielleicht nicht als Pädagogin oder als Physikerin hier unmittelbar integriert werden können, aber im Rahmen einer Step-by-Step-Entwicklung hier tatsächlich auch Chancen eröffnet bekommen können. Aber ich appelliere dahingehend, dass wir diesen Frauen die Chance eröffnen, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu kommen und nach dem Motto Zeit bricht Motivation so früh wie möglich das anzugehen. Und daran müssen wir alle arbeiten. Vielen Dank. Das ist die perfekte Überleitung zu Frau Bölders Özdemir, die nämlich genau diese Frauen adressiert. Frau Bölders Özdemir, was genau machen Sie mit Ihrem Unternehmen? Also ich habe mein Unternehmen im Jahr 2000 gegründet. Ich würde sehr gerne kurz zu meinem Werdegang sagen, dass ich nachher zu meinem Unternehmen komme. Also ich bin seit Ende 87 in Berlin, nach Berlin gekommen, über die Familienzusammenführung. Bei uns in Ostanatolien war 5 Jahre Pflicht, Schulpflicht. Nach 5 Jahren hat man die Schule beendet. Also dann musste man in eine andere Stadt gehen. Aber ich bin über Familienzusammenführung mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen. Aber wo Deutschland war, was für eine Sprache Deutschland sprach, wusste ich absolut nicht. Ich kam nach Deutschland und es war wirklich ein großer Schock, weil ich von einem ganz kleinen Ort kam. Ich wurde krank, dann musste ich einen deutschen Volkshochschule-Kurs machen, Gott sei Dank. Ich habe einen Abendkurs besucht, danach mit vielen, vielen Ängsten, weil man kommt in ein anderes Land, ist alles fremd, alles neu, alles schockierend. Deswegen verstehe ich gerade, also ich bin zwar nicht geflüchtet, aber über Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Ich bin über diese Flüchtlinge gerade in Deutschland, irgendwie vergleiche ich ein bisschen diese Situation auch mit mir, weil die Sprache auch nicht da ist. Nach kurzer Zeit deutsche Sprache habe ich gelernt, dass etwas deutsche Sprache kennenlernen war nicht einfach. Ich habe ein bisschen gelernt, dann habe ich meinen Führerschein gemacht. So musste ich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung war von null anfangen. Heißt, ich hatte immer die deutsche Frauen als Vorbilder gesehen, die Freiheiten, die deutsche Frauen hatten. Aber leider hatte ich das Gefühl, dass denen nicht bewusst ist, was für Freiheiten die hatten, was aber wir nicht hatten. So, ich habe meine Entscheidung getroffen, nach ein paar Jahren, dass ich mich scheiden lasse, von null an fange ich mein Leben an. Weil ich hatte das Gefühl gehabt, Integration ja, Freiheit ja, aber die Familie war immer für mich eine Bremse. Das heißt, ich konnte mich nicht integrieren, weil ich ja immer wieder gebremst wurde oder eben, ich war auch zu jung, als ich geheiratet hatte. Dann habe ich mich scheiden lassen. Ich hatte als eine Reinigungskraft bei einem Krankenhaus angefangen zu arbeiten. Irgendwann kündigte ich meinen Job. Ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig, aber ich habe sehr viele Schwierigkeiten auch mit deutschen Behörden gehabt. Das heißt, man hat mir nie zugetraut, überhaupt nichts zugetraut. Heißt, Frau alleinerziehend, nicht Sprache, also die Sprache war auch nicht so gut, wie soll sie sich selbstständig machen? Aber ich war hartnäckig, ich bin immer wieder in einer Behörde gelandet, auch wenn ich rausgeschmissen worden war. Heißt, nicht aufgeben. Also es ist wirklich, damals habe ich gelernt, glücklicherweise, ich habe rechtzeitig gelernt, Freiheit
Chance nehmen, aber für die Chance auch kämpfen, weil auch viele, viele Vorurteile da waren und immer noch da sind. Ich habe schon mich gut vorbereitet für die Selbstständigkeit. Ich war irgendwie, habe mir mehr zugetraut, als nur als Reinigungskraft zu arbeiten. Und was aber in meinem Job liebe ich. Ich habe im Gebäudereinigungsfirma. Nach einer guten Vorbereitungszeit habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Forever Clean. Forever Clean sollte Frauen Chancen geben, die selber dieses Mut nicht haben. 2000 habe ich angefangen. Ich habe von Anfang an versucht, schon Frauen mit Migrationshintergrund einzustellen, damit ich denen auch helfen kann. Irgendwann wurde das Unternehmen größer, dann habe ich gesagt, okay, ich muss was zurückgeben. An Deutschland zurückgeben. Ein Land, der mir die Möglichkeit gegeben hat, ein Land, der ich gelernt habe, auf meine Beine zu stehen. Und das Unternehmen wurde immer größer, wurde GmbH, wurde hunderte, 200, 300 Mitarbeiter. Ich möchte gerne, dass viele Frauen mich als durch mich vielleicht Mut bekommen, dass es ist alles machbar. Also man schafft wirklich alles, auch dass man mit 5 Jahren Schule besucht hat. Heißt, wir müssen wirklich Chancen nehmen, aber die Chancen müssen aber auch gegeben werden. Das heißt, wir reden die ganze Zeit hier von Integration. Ich liebe Deutschland sehr, ich liebe die Sprache, obwohl die Sprache noch nicht 100% ist. Aber es gibt wirklich viele Vorurteile, auch von deutschen Seite her viele Vorurteile. Das heißt, klar, wir haben der Ausländer, der herkommt, erstmal Angst, Berührungsängste, von der Religion her, von der Kultur her, von dem alles her. Es muss von beiden Seiten kommen, dass man sich wirklich die Ängste abbaut, dass man sich Chancen gibt, dass man ohne Ausbildung auch Leuten Chancen gibt. Stellen Sie mal vor, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht, hätte keiner mir eine Chance gegeben, dass ich heute über 400 Mitarbeiter habe, dass wir seit 2005 ausbilden, dass wir in jetzt in mehreren Ländern tätig sind, also Österreich, Deutschland, Türkei, in ganzen Ländern tätig sind, dass ich Gebäudereinigermeister habe, viele, mittlerweile glaube ich 60% deutsche Angestellte habe als Migrationshintergrund. Ich möchte nur sagen, Chancen geben, Chancen nehmen, jeder muss für alles kämpfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass es alles jemand etwas gegeben wird. Ich zeige mich immer für meine Mitarbeiter als Beispiel. Meine Mitarbeiter, die die Sprache nicht gut können, sage ich, Leute, schaut mich mal an. Meine Sprache geht schon. Alles ist machbar. Man muss sich wirklich wollen und die Chance nehmen. Keiner wird was geschenkt. Ich glaube, das ist mal einen Applaus wert. Wirklich sehr beeindruckend und Sie haben schon wichtige Punkte angesprochen. Ich würde gerne zur Frage kommen, was sind denn die Faktoren, die eine gute Integration in den Arbeitsmarkt begünstigen? Sie haben das wichtige Thema Vorbilder angesprochen, Neudeutsch Role Models. Frau Albeck, das spielt wahrscheinlich auch in Ihrem Projekt eine große Rolle. Ja, auf jeden Fall. Also wir machen die Erfahrung, dass die Frauen, die uns finden und zu uns kommen, am Anfang dachten wir, ja, mein Gott, wie erreichen wir diese Frauen? Aber es ist wirklich ein Selbstläufer und die Frauen, es sind ja Frauen, die halt gut ausgebildet sind, die können mit Internet umgehen und finden uns eigentlich auch über die Seite von Bundesministerium, wo unser Projekt auch vorgestellt wird. Die kommen zu uns. Die sind eigentlich bereit, also von deren Seite aus bestehen keine irgendwelche Hürden. Also die sind zum Teil schon, haben selbst in ihren Herkunftsländern Erfahrung und die Kinder sind versorgt meistens, haben Kitaplätze und die sind da und wollen eigentlich gleich morgen oder heute anfangen. Die Schwierigkeit liegt eher tatsächlich auch in der Wirtschaft, bei den Arbeitgebern. Da stoßen wir im Moment noch auf große Hürden. Weil ja, na, also das sind Frauen, die deutschen Frauen haben das natürlich mit uns gemein, auf dem Arbeitsmarkt und dann Mütter und noch Migrationshintergrund, wo die Deutschkenntnisse eventuell nicht perfekt sind. Aber es wird immer noch von den Unternehmen erwartet, dass das alles halt mitgebracht wird und dass diese Menschen gleich im Team
anfangen zu arbeiten, ohne jede Schwierigkeit. Das geht einfach nicht. Die Wirtschaft muss sich auch bewusst werden und Verantwortung tragen für diese Menschen. Die, also, wenn wir die Schwierigkeit haben, diese Frauen zu integrieren in das Arbeitsleben, weiß ich nicht, wie wir die Neuankömmlinge, die Geflüchteten innerhalb einer relativ kürzesten Zeit integrieren. Und deshalb wurden wir wahrscheinlich auch eingeladen, ne, als Projekt, um das zu veranschaulichen. Also bei Ihnen sind es die Vorbehalte auf Arbeitgeberseite, auf der einen Seite und auf der Seite derjenigen, die Sie betreuen, teilweise sprachliche Probleme, die es schwierig machen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Böldes-Özdemir? Wo sind die Probleme? Also wir in meinem Unternehmen in Berlin sind über 45% Schwerbehinderte beschäftigt. Alle in Vollzeit, 8 Stunden beschäftigt. Und wir sind aber auch nicht gemeinnützig. Das heißt, ich wollte immer jemandem Chance geben, der wirklich möchte, der wirklich aber kaum eine Chance hat. Wir geben Chancen. Wir haben Vollzeitarbeitsstellen. Natürlich, es ist nicht einfach. Das heißt, wir haben auch viele Frauen, die alleinerziehend sind. Und stellen Sie mal vor, eine junge Frau hat Kinder, ist alleinerziehend, ist schwer behindert. Was für eine Schwierigkeiten da sind. Deutsche Mitarbeiter, also Deutsche, keine Migranten. Es ist natürlich nicht einfach. Wir geben schon viele Chancen, aber wir haben aber auch festgestellt, es ist nicht einfach, es ist durch Kündigungsschutz für die Schwerbehinderte, das ist auch, das ist vielleicht für die Schwerbehinderte gültig, das ist aber auch nicht einfach, das verhindert eher Einstellungen, als dass das nicht eingestellt werden. Also wir machen keinen Unterschied, jemand schwerbehindert, nicht schwerbehindert, Migrant, Sprache, Nichtsprache, das machen wir sowieso nicht, in meinem Unternehmen gibt das nicht. Ich kann das nicht für mich sprechen und wir geben immer eine Chance, aber wir achten sehr darauf, dass meine Mitarbeiter, die aus der Migranten sind oder vor allem aus der Türkei kommen, dass nicht immer Türkisch gesprochen wird. Im Unternehmen, wir haben in Verwaltung nur deutsche Mitarbeiter. Wir haben neulich eine türkischstämmige Mitarbeiterin eingestellt. Ich habe festgestellt, jeder macht sich einfacher, reden alle Türkisch. Und das wollte ich bewusst verhindern, weil es ist auch gut für die Mitarbeiter, für die Frauen, weil auch wenn die Sprache nicht gut ist, ich muss versuchen, schon Deutsch zu sprechen, damit es wirklich dabei bleibt. Wenn wir alle untereinander Türkisch sprechen, hat man doch nachher kaum Chancen. Interessant. Frau Holzhauser, aus Ihrer Perspektive, was sind die Faktoren, die eine stärkere Integration in den Arbeitsmarkt begünstigen? Was sind die Faktoren, die eine Integration behindern? Zunächst, was brauchen wir? Ganz deutlich und klar ist, dass wir Integrations- und Sprachkurse brauchen, die eine Kinderbetreuung möglichst nah bei den Trägern angesiedelt haben, damit die Frauen sehr früh auch bereit sind, die Kinder in außerfamiliäre Betreuung zu geben. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass dieses Trägerrundschreiben aufgehoben wurde, dass es ja die letzten Jahre nicht mehr ermöglicht hat, bei den Integrationskursen diese Kinderbetreuung mit anzubieten. Also da bin ich wirklich der Bundesregierung mehr als dankbar, dass das aufgenommen wird, auch in Kürze, glaube ich, umgesetzt wird. Und dass bei den sprachbezogenen Sprachkursen des BMAS diese Kinderbetreuung unmittelbar mitgedacht wurde. Das ist die Grundvoraussetzung, die Sprache, dass dann Frauen in Maßnahmen gehen können, die von der Bundesagentur für Arbeit angeboten werden, die dann eben Weiterqualifizierungen ermöglichen, die aber auch Grundvoraussetzungen schaffen. Und so haben wir zum Beispiel bundesweit jetzt ein Produkt ausgeschrieben, das nennt sich Perspektiven für geflüchtete Frauen. Eine Maßnahme, die normalerweise 4 Monate dauert, aber eben auch 6 Monate, durchaus auf 6 Monate verlängert werden kann, die eben, wie gesagt, von allen Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in den Arbeitsagenturen und Jobcentern eben zusammen mit den Trägern eben initiiert werden kann und dafür sorgt, dass wir in diesen Kursen zunächst einmal wirklich dieses Rollenbild darstellen, dann eben auch so eine Art Selbstbestimmung der Frauen machen. Wie weit sind wir, wie weit sind unsere familiären Dinge geregelt, wie weit sind Traumata verarbeitet, können wir, sind wir in der Lage,
Lage, eben tatsächlich uns jetzt der Arbeitsmarktintegration zu widmen. Diese Maßnahme ist auch mit Praktika versehen, sodass wir also wirklich auch sehr schnell mit den Arbeitgebern in Kontakt kommen können und eben auch den Frauen darstellen können, dass es bei uns normal ist, eine Frau arbeitet und findet aber auch durchaus ihr Glück in dieser neuen Arbeitswelt, die für sie bisher manchmal noch gar nicht eröffnet war. Dann haben wir ein weiteres Programm geschaffen, das jetzt zum 01.01.2017 an den Start gehen soll, mit dem Bundesfamilienministerium. Das Bundesfamilienministerium als Initiator hat ein gleichstellungspolitisches Modellprojekt mit uns zusammen entwickelt, wo wir den gesamten Integrationsprozess in den Blick nehmen wollen, und zwar wirklich von der Ankunft der Frau in der Erstaufnahmeeinrichtung bis zur nachhaltigen Integration. Und dass das wichtig ist, wurde mir heute nochmal deutlich, weil wir eben diese Punkte, Verarbeitung von Traumata, Kinderbetreuung und, immer im Blick behalten müssen. Denn das, was nicht passieren darf, dass uns die Frau irgendwann in diesem Prozess vom Integrationskurs zum Sprachkurs oder zu unserer Maßnahme verloren geht, weil sie vielleicht an einen anderen Ort zieht, wenn ihr Mann arbeitet. Also dass diese Frau wirklich von uns begleitet wird, bis sie nachhaltig in Arbeit ist. Auch dafür brauchen wir, wie gesagt, diese geregelte Kinderbetreuung. Und wir werden bei diesen Programmen wirklich auch in den Blick nehmen, ob genau so ein begleitendes Coaching das bewältigen kann und ob wir auch in der Lage sind, die Frauen zu erreichen. Dafür haben wir zum Beispiel einen Flyer geschaffen, der nennt sich auch so Art 10 goldene Regeln. Wir haben lange überlegt, dieses Wort Regeln oder Botschaften, was sollen wir sagen? Wie sollen wir dieses Merkblatt umschreiben? Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen goldene Regeln aufstellen. Also hier auch nochmal deutlich machen, es gelten bei uns bestimmte Regeln auch des Förderns und Forderns. Und zwar dieses Fordern immer im Sinne der Frau, weil uns die Frauen auch berichtet haben, wenn wir unseren Männern sagen können, falls ich nicht in den Sprach- oder Integrationskurs darf, dann könnten unter Umständen Gelder gekürzt werden. Dann hat sie nachhaltig eben auch nochmal ein Argument, das für diese Teilnahme spricht, aber das immer in einem ausgewogenen Mittel zu sehen und damit aber jeder Frau eben Chancen und Perspektiven zu eröffnen. Vielen Dank. An der Stelle will ich auch eine Mitarbeiterin des Ministeriums hier begrüßen. Freut mich, dass Sie auch dabei sind. Das ist immer gut auch zu sehen. Als Haushaltsgesetzgeber stellt man am Anfang eines Jahres die Gelder bereit für diese Projekte und dann zu sehen, was aus den Geldern dann auch entsteht, welche wirklich wichtigen Aktionen dann für die Frauen gemacht werden. Deshalb an der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie uns das so plastisch darstellen. An der Stelle würde ich gerne die Frage auch gerne ins Publikum geben. Da waren ein paar Hände eben schon hochgegangen. Die beiden habe ich gesehen, ganz hinten. Die Dame fängt vielleicht an, dann der Herr in der Mitte und dann Sie hier vorne. Wir sammeln. Fangen Sie gerne an. Hier stehen Saalmikros. Gehen Sie einfach an eines der Saalmikros. Hallo, herzlichen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Es gibt ein paar Sachen, die mich mir ein bisschen unter die Nägel, lackiert in die Nägel, gebrannt haben. Und zwar das erste Mal diese Art von Sachen zu sagen, es gibt Defizit von Seite der Migrantinnen und es gibt eine aufgeklärte Bevölkerung in Deutschland. Ich glaube, die Welt ist ein bisschen komplexer, gerade zum Thema Arbeitsplatz. Also wenn wir ein bisschen vergleichen, die Anzahl von zum Beispiel der Frauen in Unternehmen an erhobenen Positionen ist extrem niedrig. Und gerade Unternehmerinnen, ich meine, wenn man die Anzahl der Unternehmerinnen, also sagen wir mal die Unternehmer in Ländern wie Ghana oder Ruanda, sind eher Unternehmerinnen. Und das ist genau das Beispiel, was wir hier, ich bin auch sehr, sehr froh, Frau Hösse, wieder zu sehen. Wir, also als Migrantinnen, sind wir überdurchschnittlich Gründerinnen und Unternehmerinnen. Und wir haben gesehen, dass es auch bei der Bundesagentur für Arbeit einfach nicht, ab und zu mal nicht einfach. Aber es gibt auch die Gesetzgebung. Ich habe es ab und zu mal, ich bin Diplom-Dolmetscherin, ich habe es auch unterrichtet. Entschuldigung, mein Name ist Marianne Balimbudumbu, ich komme vom Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde. Und es ist schwierig, einer jungen Syrerin zu erklären, ja, sie fragt, zu Hause könnte ich das und jenes werden, hier nicht. Warum?
Ich kann auch ein Unternehmen nicht gründen oder eine junge Afghanerin bei den muslimischen Ländern. Und man muss denen mit 16 erklären, nein, du kannst, also junge Frau mit Kopftuch, du kannst nicht Ärztin werden, weil du mit 16 zu alt bist, und ins Gymnasium zu gehen. Oder ich nehme einfach meine Großmütter. Ich weiß nicht, was ihre Großmütter gemacht haben. Meine Großmütter schon vor ein paar Jahren, die waren zwar in Zentralafrika, die sind ins Nabachladen gegangen, um ihre eigene Geschäfte zu machen. Also wir brauchen nicht unbedingt herzukommen, damit man uns erklärt, was unsere Rechte sind. Die Personen, die, sagen wir mal, ich komme aus einer Bantu-Kultur, die geprägt sind von ihren eigenen afrikanischen, urafrikanischen Kultur, die wissen das. Frauen haben sogar eine höhere Stelle, aber in bestimmten Sachen. Im Gegensatz, wenn man ab und zu mal hier am Sonntag zur Kirche geht, dann hört man mindestens einmal im Jahr, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist. Heute noch. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, die Welt ist ein bisschen komplexer, als auf der anderen Seite Aufgeklärte und auf der anderen Seite nicht Aufgeklärte. Im Gegensatz dazu, es gibt senegalesische Frauen, die die ganze Zeit nach Kuwait oder nach Saudi-Arabien gehen, um da Geschäfte zu machen. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Und eins würde ich mir wirklich wünschen, dass man jungen deutschen, weißen, biodeutschen Männern erklärt, eine Frau, die aus Afrika kommt, ist nicht da unbedingt, um ihre alle Eids, Fantasien zu erfüllen. Den Jungen und den Älteren. Also es gibt auch, ich bin gerade gleich zu Ende und stelle meine Frage. Also meine... Genau, also mit Blick auf die Uhr, weil auch einige schon den Raum verlassen haben und noch zwei Frager schon länger warten, würde ich Sie bitten, vielleicht prägnant noch die Frage zu formulieren, damit wir auch hier noch die Möglichkeit haben, die Themen zu diskutieren, die Sie ja ansprechen. Also die Frage wäre, also wie ist es wirklich, also diese, also auf dem Arbeitsplatz dafür zu sorgen, natürlich, dass die Frage, die ich dann gestellt habe, die Gesetzgebung, dass man auch das mitbringt, was man von zu Hause auch hat. Und das allgemein, das ist natürlich eine Frage, die man nicht innerhalb von 5 Minuten beantworten kann, aber dass man auch zum Thema, also viel mehr das ermöglicht, was wir auch wollen, dass wir wirklich Zugang haben, also zum Arbeitsplatz haben, nicht nur als Arbeitnehmerinnen, sondern als Arbeitgeberinnen. Und das auch, also ich glaube, da haben wir ja auch kompetente Leute auf dem Podium, die darauf eingehen können. Und also, ich wollte nur einfach sagen, Dank. Das ist ja auch die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, ja. Also 2015 bis 2024. Und es gibt eine ganz große Maßnahmenkatalog gerade in Bildung und auch damit den Beitrag auch des afrikanischen Kontinents zur Bildung, zum Weltgeschehen auch mit berücksichtigt wird. Das ist eine große Hilfe, aus der eigenen Kultur, also Vorbilder zu finden. Ganz herzlichen Dank. Das waren nochmal ganz viele wichtige Aspekte. Bitte schließen Sie direkt an. Wir notieren uns einfach die Stichworte hier. Mein Name ist Jünemann, ich bin von der Kolpingsfamilie. Wir haben uns da Gedanken gemacht, wie weit ziehen die Moscheen eigentlich mit bei der Integration? Denn die Schiiten, die Sunniten und die Aleviten sind ja gläubige Menschen, die gehen immer in ihren Tempel, richtig? Und ich könnte mir vorstellen, nicht nur die Glaubensverkündigung die Leute da erleben, sondern wenn die auch eingestellt werden auf das, was unsere deutsche Kultur irgendwie mit ausmacht, dann hätten wir weniger Probleme, wenn sie hier bei der Beschulung mit den Intriganten, mit den Migranten zu tun haben, dann würden die sich wahrscheinlich eher der Sache öffnen, sind die Moscheen noch immer da so, dass eine Assimilation vermieden werden sollte. Ja. Ich bin Andac aus der Türkei. Also ich freue mich, dass bei diesem Kongress, wo die Frauen überzahlt sind, ein paar Worte über Frauen
zu sagen und sie ihre Rechte zu verteidigen. Es ist nämlich so, es wurde überhaupt nicht genannt, was die beiden großen Religionen, Islam und Christentum, über die Frauen sagt. Also wenn ich mal das Bibel lese, Moses 1, da steht dort, dass die Frauen verführerisch waren und da war auch im Paradies, der Mann hat verführt und vom Paradies vertrieben. Und deshalb müsste die Frau mit Schmerzen Kinder auf der Welt bringen. Im Islam ist das Gegenteil, die Frau und Mann ergänzt sich. Und deshalb man muss die Frau als Schöpfer bezeichnen, weil Gott hat 8 Namen, davon ist eine Schöpfer. Die Frauen bringen Kinder auf der Welt und deshalb sind auch Schöpfer. Man muss die Frauen auch achten und lieben. Nun, ich sehe, dass dieser Gott sei Dank, dieser Christentum, dieser Frauenbild ist schon geändert worden. Die Frauen arbeiten sie in der Gesellschaft, leisten sie, aber sie sind einem großen Stress ausgesetzt. Einmal Haushalt, einmal Kinder und einmal Arbeit. Ob das irgendwie von einem Frauenverein irgendwie Vorschlag oder etwas vorbereitet ist, dass diese Kindererziehung, dass Hausarbeit auch von Arbeit gezählt wird, dass sie auch voll bezahlt werden, aber wenig arbeiten. Und andererseits natürlich bei der islamischen Welt, Gott sei Dank, Atatürk in der Türkei hat die Frauenrechte schon uns gegeben. Wir achten die Frauen, aber in der ganzen islamischen Welt ist leider die Frauen noch nicht so frei. Ja, meine Frage geht es erstmal um diese psychologischen Aspekte, die am Anfang erwähnt wurden, aber auch wegen dieser Integrationsfrage in der Arbeitsmarkt. Ich möchte gerne wissen, weil ich habe vermisst eigentlich das Thema Interkulturalität. Es wurde sehr viel über verschiedene Kulturen hier geredet, natürlich die Probleme von den islamischen Kulturen mit den Deutschen und alles Mögliche, aber man hat überhaupt nicht das Thema angesprochen, wie wird man eigentlich mit der Interkulturalität hier umgehen, weil ich weiß es nicht, inwieweit können tatsächlich deutsche Psychologen einfach so auch diese Leute aus diesen islamischen Kulturen auch behandeln und auch überhaupt die Arbeit von Coaching und von allen möglichen Agenturen, die hier ihre Arbeit vorgestellt haben, wie funktionieren sie eigentlich mit diesen ganzen Kulturen, weil da gibt es auch diese interkulturelle Problematik, wie ein Deutscher eigentlich diese Islamisten verstehen und wie die islamischen Bevölkerungen auch diese Deutschen verstehen und ich glaube, das ist einer von den zentralen Aspekten. Aber meine andere Frage geht es auch um die Flüchtlinge, die heutzutage jetzt angekommen sind. Wir erleben jetzt ganz andere Zeiten als in den 60er Jahren. Aber ich möchte gerne wissen, inwieweit gibt es tatsächlich konkrete Perspektiven oder gibt es schon mal Studien, um mal zu wissen, inwieweit gibt es tatsächlich Aussichten für diese Leute, die sich hier integrieren möchten. Weil wir haben in den 60er Jahren die ganzen türkischen Bevölkerung hier bekommen, die Gastarbeiter. Und wir wissen, dass diese Leute nach 30, 40 Jahren haben sie sich viele nicht integriert. Es gibt hohe Prozente von Leuten, die sich nicht integrieren wollten auch. Und die haben sich selber eigentlich geschottet und die haben auch ihre ganzen Läden von Gemüseläden und Ähnlichem, wo sie eigentlich unter sich geblieben sind. Und die haben sich gar nicht so richtig integriert. Die haben ihr eigenes Leben eigentlich hier aufgebaut. Und das wurde eigentlich immer angenommen. Ich weiß es nicht, inwieweit ist es eigentlich eine positive Entwicklung. Und genau das möchte ich jetzt mit der neuen Situation, mit den neuen Flüchtlingen aus Syrien vergleichen. Gibt es tatsächlich für diese Leute andere Chancen als die Türken von damals? Oder werden wir mal genau Ähnliches erleben? Danke. Vielen Dank. Das waren jetzt nochmal ganz viele unterschiedliche Aspekte, die wir wahrscheinlich gar nicht in der Tiefe nochmal alle diskutieren können. Aber ich starte mal den Versuch und gebe Frau Holzhauser noch das Wort. Ja, ich möchte aber in aller Kürze zu den meisten Punkten etwas sagen. Ja, Sie haben recht zu dem Herrn von Kolping. Also vor Ort habe ich zum Beispiel sehr, sehr eng mit dem Imam einer islamischen Gemeinde und insbesondere mit dessen Frau zusammengearbeitet. Sehr, sehr erfolgreich ist meines Erachtens ein hervorragender Ansatz, weil dort genau das erreicht wurde, dass wir hier die gleiche Sprache gesprochen haben. Dann zu den Kompetenzen, das richtet sich nochmal an Ihre Frage. Wir haben momentan Tests auf den Weg gebracht, bringen diese auf den Weg, wo wir auch informelle Kompetenzen nachweisen können, in der Bildsprache und. Da wird momentan also wirklich intensivst seitens der Bundesagentur mit Partnern daran gearbeitet, dass wir diese informellen Kompetenzen erfassen können und damit eben auch potenzialgerecht dann einsteigen können,
mit Qualifizierung etc. Dann, Sie sprachen von interkultureller Kompetenz. Alle unsere Mitarbeiter werden momentan geschult in interkultureller Kompetenz. Das ist ein Pflichtprogramm, das alle durchlaufen müssen, zusammen eben auch mit den IQ-Netzwerken. Und dann kam nochmal von Ihnen die Frage, ja, wie wollen Frauen das alle schaffen, den Haushalt versorgen, in die Arbeit gehen, Kinder betreuen etc. Da sprechen Sie mein Lieblingsthema an, weil ich wirklich gerade dabei bin, ein Projekt auf den Weg zu bringen, haushaltsnahe Dienstleistungen, hier also tatsächlich nochmal Entlastungseffekte zu bieten, indem wir für Senioren, für berufstätige Männer wie auch Frauen etc. diesen Markt forcieren, aber eben aus den Minijobs und aus der Schwarzarbeit heraus in existenzsichernde Beschäftigung bei professionellen Dienstleistungsunternehmen überführen. Ich bin der Überzeugung, wir könnten hier einen Arbeitsmarkt für 1 bis 2 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte schaffen, der dann auch durchaus attraktiv wäre, wenn er eben entsprechend politisch eben jetzt auch eingerichtet und ausgerichtet wird. Sprechen Sie mir ganz aus dem Herzen und bestimmt auch Frau Özdemir. Wollten eine von Sie beiden ergänzen? Von Ihnen beiden? Die Punkte sind relativ prägnant schon beantwortet worden. Da hinten ist noch eine Wortmeldung. Ich muss nur leider auf die Uhr gucken. Wir sind nämlich schon eine Viertelstunde über der Zeit. Wenn Sie mir versprechen, nicht mehr als 3 Sätze zu sagen, weil sonst der Herr neben Ihnen nämlich ganz nervös wird. Das ist nämlich der Vorsitzende des Familienausschusses, Paul Lehrieder, der gekommen ist, um das Schlusswort zu sprechen. Bitte. Wenn Sie mir wirklich, also 2 Sätze werde ich nicht versprechen, aber vielleicht 2 Minuten. Nein, ich glaube, das eine ist irgendwie, dass das Verständnis wirklich von Integration. Wenn Integration, zu der Dame da hinten, wenn Integration für Sie heißen muss tatsächlich Assimilation, also 100%ige Anpassung, dann lehnen wir das ab und ich glaube, das lehnt mittlerweile auch die Mehrheit der Bevölkerung ab, weil Sie das bezogen auf die Türken gesagt haben. Wir haben ja hier Zahlen von Bildung gesehen, dass die italienische Kinder im 4. Generation nach wie vor die größte sozusagen Quote, Abbrecherquote haben und die schlechteste Abschlüsse haben. Also hieße das aus Ihrer Sicht die Nicht-Integration, weil die Gastarbeiter damals kamen ja nicht nur aus der Türkei, sondern eben aus ehemaligen Jugoslawien, Portugal und Griechenland und so weiter und so fort. Südkorea, was wir auch heute noch machen und so. Also ein Großteil. Ich glaube, das ist ein Verständnis, was auch so ein bisschen durch Medien dargestellt wird, wenn man von Migration, Integration generell redet, dass das das Bild von der armen Frau, die Kopftuch trägt und hinter den Mann 5 Schritten hergeht, mit all die Tüten trägt. Das ist das, was auch nach wie vor heute prägt. Das ist es aber nicht der Realität. Punkt. Zweites, was mich total nervt und ärgert mittlerweile, ist auch tatsächlich der Umgang eben auch mit den Hiesigen. Also wir haben letztes Jahr natürlich ein ganz großes Teil der geflüchteten Frauen aus Syrien, aus Afghanistan und so weiter. Und trotzdem, wenn wir Migrationsprozesse in Europa sehen und auch in Deutschland, ist der größte Teil der Migrantinnen und Migranten, die zu uns kommen nach Deutschland, eben nicht dieser kleine Teil der geflüchteten Menschen, sondern der größte Teil kommt zum Beispiel aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien und so weiter, aus Europa, aus Spanien, Italien. Wir lehnen das ab. Wir integrieren diese Menschen nicht. Wir nehmen diese Chancen gar nicht wahr. Also das ist so ein Bild, was wir so ein bisschen Angst haben, weil das ja auch so Angst schnürt, weil das ja auch leichter ist, über sowas irgendwie sozusagen umzugehen. Bad News sind die besseren News, als tatsächlich über das zu reden. Also prägt auch das Bild von uns. Also das ist etwas, was man vielleicht nicht irgendwie immer verfolgen sollten. Dann das andere jetzt, zu den Herren. Aber hier, wirklich, Atatürk, also, nur das ist letzte Wort. Atatürk nee, und muss ich, wirklich, ich muss wirklich ab. Also es ist wirklich, okay. Muss Ihnen leider ein bisschen das Wort abschneiden, weil es einfach von der Diskussion her doch ein bisschen zu weit führt und wir schon eine Viertelstunde über der vereinbarten Zeit sind. Wie gesagt, der Kollege will noch das Schlusswort sprechen. Viele Aspekte, die aber jetzt auch bilateral, trilateral noch vertieft werden können. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich, auch dass so engagiert diskutiert wird, heißt ja auch, dass nach
fast 3 Stunden, wo die Diskussion jetzt schon läuft, immer noch Gesprächsbedarf ist und dass wir viele Themen noch weiter vertiefen könnten. Was wir, denke ich, nicht machen wollten, ist ein negatives Bild zeichnen. Ich glaube, die Cimile Cusuf hat das sehr richtig gesagt, dass Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine wahnsinnige Integrationsleistung noch verbracht hat und dass wir auch aus dem, was wir an guten Sachen, aber auch das, was nicht so gut gelaufen ist, lernen können und müssen für die Integrationsleistung, die wir jetzt vollziehen. Und mit diesem Stichwort will ich dann vielleicht gerne das Wort weitergeben an den Vorsitzenden des Familienausschusses hier im Deutschen Bundestag, an meinen Kollegen der CSU, Paul Lehry, da. Und ich selbst darf mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr Interesse und vor allem bei den Diskutantinnen auf dem Podium für ihre engagierten Beiträge, vor allem für ihre Arbeit, die sie tagtäglich vor Ort leisten. Herzlichen Dank. Ja, liebe Nadine, ist es Anja, ne? Geht. Liebe Nadine, herzlichen Dank. Ist eine fast unlösbare Aufgabe, die man mir jetzt zugeteilt hat. Das Programm weist aus, 15.45 Uhr Ausblick. Nach den Diskussionen, die wir jetzt geführt haben, auszublicken, wie geht es die nächsten 8, 10, 15, 20 Jahre in puncto Integration weiter, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb beschränke ich mich auf das klassische Schlusswort. Wie schon gesagt, ich darf mich zunächst bedanken bei euch, liebe Nadine, liebe Karin, für die Idee, so einen Kongress durchzuführen. Ich glaube, wenn man nicht erfunden hätte, müsste man heute noch erfinden, so einen Kongress, dass man einfach mal eine Zwischenstation macht und sagt, jawohl, was haben wir Integration eben bereits getan, was können wir besser machen, wo läuft es nicht so gut, dass man einfach verschiedene Player, verschiedene sehr engagierte Organisationen, auch allen Damen hier auf dem Panel, ist ja rein weiblich geprägt, mit Ausnahme von Markus und mir. Wir sind die verzweifelte Versuch der Männerquote im Panel. Aber auf jeden Fall, dass wir hier eben schwind hier sagen können, jawohl, wo läuft es gut? Best-Practice-Beispiele, wo haben wir Schwierigkeiten, wo sind wir das anders, dass man sich einfach ein Stück weit dazu austauscht. Und wenn der Kongress unter dem Motto steht, Frauen als Motor der Integration, ich glaube, den Eindruck hatte ich jetzt die letzten Stunden mitentwickeln können, der Motor ist an sich sehr leistungsfähig. Aber ich glaube, die Zündung ist an manchen Stellen noch ein bisschen verstellt. Und wenn wir es gemeinsam schaffen, wie ein cleverer Kfz-Mechaniker, die Zündung so anzustellen, dass die Integration, dass das Miteinander, das Integrieren eben schwingt hier, mit den verschiedenen Aspekten der Integration natürlich besser gelingt, dann haben wir beide. Dann ist es eine Win-Win-Situation für die Menschen, die zu uns kommen, aber natürlich auch für unsere Gesellschaft. Wir diskutieren bei uns verstärkt über Fachkräftemangel. Wir diskutieren über die demografische Entwicklung in Deutschland. Das heißt also, engagierte Frauen, aber auch Männer natürlich, können da eben schon einen großen Teil dazu beitragen. Ja, und das ist richtig. Ich glaube, wir haben vielleicht den weiblichen Aspekt der Zuwanderung im letzten Jahr aufgrund der puren Zahl. 890.000 ist ein Haufen eben entsprechend hier Menschen, die man erstmal in Hallen unterbringen muss, wo man erstmal schauen muss, wie kriegen wir da eben entsprechend hier die überhaupt erstmal verköstigt, wie kriegen wir eben Helferkreise zusammen, um die überhaupt zu betreuen. Dass wir jetzt dann eben an den zweiten Schritt gehen, die gelingende Integration, hat auch der Papst letzte Woche gesagt, Integration kann gelingen, wenn wir uns mit der entsprechenden Anzahl eben hier gut auf den Weg machen können. Und ich werde nie vergessen, von einem knappen Jahr bei unserer Klausurtagung in Kreuth hat der Frank-Jürgen Weise, der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, einen sehr einprägsamen Satz gesprochen, der mir da schon hängen geblieben ist. Er hat gesagt, wenn heute ein Flüchtlingskind, ein Kind, das zu uns kommen ist mit seinen Eltern, in der Schule vielleicht Schwierigkeiten hat. Die Lehrerin, der Lehrer ruft den Vater zu sich, hat gesagt, der soll der Lehrer um Himmels Willen nicht vergessen, nicht nur den Vater, sondern zwingend auch die Mutter in die Sprechstunde in der Schule einzubestellen, weil es ansonsten nicht gelingen kann, den Frauen klarzumachen, dass bei uns Frauen genauso dazu gehören, in die Erziehung der Kinder, aber natürlich eben auch in die Gesellschaft. Dass wir dann natürlich eben hier dieses Partnerschaftliche, was bei uns ein Stück weit eben durchaus im Ausschuss und in der ganzen Gesellschaft geprägt ist, natürlich möglichst bald den Frauen klar machen können. Ja, und es gibt Bereiche, wo man sagen können, Kultur, Religion, Familie, dass wir da rechtzeitig die Frauen an die Hand nehmen können, nehmen müssen, wo sie es eben schwind hier wollen und natürlich eben auch dann zeigen, wie es bei uns ein Stück weit geht, was sie für Möglichkeiten haben. Das sind Potenziale, aber das ist kein Kurzstreckenlauf, das ist ein Marathonlauf, das muss uns, glaube ich, klar sein. Das ist eine Aufgabe, die uns die nächsten 10, 15, 20 Jahre sicherlich eben entschwind hier halten bleibt, bis uns das alles gelungen ist, bis die Kinder eben entschwind hier dann ihren Weg hier bei uns gehen können. Aber es ist eine spannende Aufgabe, es ist eine gute Aufgabe, ich bin überzeugt, wir können das schaffen. Herzlichen Dank, Ihnen alles Gute, danke für Ihre Beiträge.